Ja, ich mach gleich mal. Genau, bei mir aus. Ich mach grad bloß nebenher einen neuen Linger. Kanalpunkte, Dingsbums. Ich habe jetzt so einen Wikinger-Helm zum Aufsetzen, wenn ich Valheim im Stream. Ach was. Ja. Wie sterbe. Ist irgendwie nice, weißt du, wenn ich das, wenn ich jedes Bild hinter mir reinhauen kann. Das ist schon mir echt cool. Muss gleich gucken, was du da treibst. Ja, Mann. Ich find's awesome. Warte mal, ich höre mal. Hallo, hallo, hallo. Test, Test, Test. Normalerweise müsste man sich hoffentlich gut hören. Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Ja, ein So, ich. bisschen lauter müsstest du mich machen. Dich? Bist du lauter, echt? Ja. Ui. Ich hab dich hier im Ding schon voll laut in meinem Ohr. Echt? Oh. Sag mal, genau, pass auf, ich mache mal Elgato rein. Schau mal jetzt, wie sich's jetzt anhört. Jetzt habe ich nämlich beide Kanäle drin. Okay. Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Jetzt hier gibt's keinen Sound von der Konsole. Toll, gell? Weil es gerade lädt. Jetzt wieder. Ja, es geht. Ja, es geht. Ist okay. Alles klar. Also kein Doppelsound oder so ein Scheiß, gell? Da kommt ja der Robert gleich und sagt uns, hey. Schon dreifach. Hauptsache Nee, ist Konsole. alles gut. Okay, perfekt. Ist das dein Fernsehen im Hintergrund mit Ja, Mann. Mario Kart? Ach, Ja. und was ist das, ein Bild oder was? Ja, genau. Mario Ach, Kart geil. Bild. Ist nicht schlecht, gell? Ja, Es Mann, ist echt leuchtet. geil. Ja, ich find's auch der Hammer. Voll awesome. Weil das ist so leuchtet, gefällt mir voll, weißt du? Ich hab schon übel lange nicht mehr gespielt, Stefan. Das Oh, ich macht schon ein auch bisschen platt, ey. Ich hoffe, das ist cool mit dem Controller. Hä? Was? Alter, was? Mit A Gas geben? Nicht mit Jo. Schultertaste. Hab das nicht Da gewusst? gibt Das hab man ich nicht Gas. gewusst. Das hab ich nicht gewusst. Okay, hey. Schon mal ganz wenig. Ja. Kotzt mir jetzt schon mal voll an. Und viel Spaß, nach Fürbe zu fahren. Ich schon gestern wahrscheinlich. Wie schmeiße ich denn die Pilze? Mit X, oder? Nee. Rechte Schultertaste oben Ah. trifft und linke Schultertaste ist die Sachen anwenden. Ah. Da Bei komm ich jeder schon rein. Schanze, bei jeder Schanze oder bei jedem Sprungmöglichkeit um die rechte Schultertaste klicken, dass es ein extra Boost bekommt. Oha. Gott, bin ich schlecht. So, zack, 11. Platz, gib ihm. Wer ist 11. Platz? Du! Platz, Alter, du bist 12 wahrscheinlich. Ich kenne die Strecken gar nicht. Gestern sind die neu dazugekommen oder so? Nee. Ich habe das Gefühl, ich fahre zum ersten Mal. Warte mal. Die ist aber relativ selten, glaube ich, tatsächlich. Ist auch keine Rundposition, eine Abfahrt.
Ich bin. Sag mal, wie weit bin ich eigentlich hinten? Das ist ja abnormal. Ja, schon ein Stückchen. Komm schon. Ah, so ist es. Ein Profi. Zwölfter! Jawohl! Geil. So, 4000 Kanalpunkte. Lass mich einen Wikingerhelm tragen. Mhm. Wikingerhelm. Aufsetzen. Ah, kann ich jetzt die Dings wählen oder was? Was? Die Strecke. Ja. Komm, machen wir zufällig. Immer Hyrule Beste. Ich hab Zufall neigau. So, dann gucken wir deinen Stream an. Zack. Und hier. Schau mal der Hype rein. Kanalpunkte. Jawohl. Zack. Oh, warte mal. Oh Mann, ich schreib mal schon die Adresse rein. Wie, welche Adresse? Anna fragt gerade, weißt du? Fragt nach dem Link. Ja, genau. Ja. Ich höre eigentlich nur twitch.tv/mayday578. Genau, das mache ich gerade. Eigentlich kannst du einfach so reintippen, brauchst gar nicht kopieren. Habe ich auch gemacht. Ah, schon wieder verpennt. Einfach herrlich, wie ich die Stadt ganze Zeit verpennt. Meine Fresse, ey. Ey, die Musik ist der Oberhammer, Mann, wenn ich das wieder höre. Meine Musik eigentlich? Ich bestelle nach Zelda. Zelda gestört. Du hast mein Game Sound nicht, oder? Nein. Weil ich habe Lautsprecher an meinem Switch und steht da vor mir draußen. Okay. Aber ich bin so schlecht in diesem Spiel, ey. Das kann nicht wahr sein. Was hast du da reingeschrieben? Hey Boys, oder was? Ja. Ich hab irgendeinen Scheiß halt reingeschrieben und checkt das jetzt. Super. Sag mal, was gucke ich denn hier in 12. Platz die ganze Zeit? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ist der Robert eigentlich? Der Robert ist da? Der ist bei der Nisa. Robert ist nicht okay. Der hat bestimmt schon zu. Durchster Platz. Ciao, ey. Gib ihm. Jolo. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich hier die ganze Zeit irgendwie links... Oh, nee. Nein! Fehler bei der Datenübertragung. Irgendwas stimmt nicht, ne? Was ist passiert? Ich bin rausgeflogen. Nein, oder? Doch, Fehler bei Datenübertragung. Was ist denn Scheiß? Weiß ich nicht, aber ich sehe dich die ganze Zeit vor mir irgendwie. Ja? Hm? Echt strange, ja, ja. Der fährt nur. Hä? Da bin ich echt. Nee. Vor dir fahre ich. Fährt die PC-Gegner jetzt weiter raus. What the fuck? Bin ich das noch? Ey, das ist gerade echt so. Strange, sag ich dir, dass ich hier keinen Mensch sehe, außer dich jetzt. Aber ich stehe hier gar nicht richtig eingestellt, das Bild sieht voll komisch aus, finde ich. Was? Warum? Ist, also bei mir im Stream sieht's Hammer aus. Ich finde die Farben voll komisch. What? Aber ich weiß, es kann auch sein, dass ich vielleicht die ganze Zeit auf Switch gucke, dass es irgendwie anders aussieht. Also bei mir im Stream sind die Farben knall, richtig knallig. Gut, vielleicht kommt ja jetzt irgendjemand und sagt, hey. Ich finde es beschissen. Unglaubliche Schande. 12. Platz, ey. Und wie schlecht. Aber ich komme keinen Meter vorwärts. Das gibt's doch einfach gar nicht.
Ist jetzt eigentlich wieder da oder was ist jetzt, Stefan? Ich bin jetzt, warte mal, geh mal wieder ins Hauptmenü. Bitte. Oder warte mal, ich guck mal, ob ich das joinen kann. Schnell. Genau, mach mal. Ich hab noch nichts gedrückt. Alles Spiel. Gut. Jetzt bin ich, glaub, da. Ja, da bin ich. Hä? Konnte ich jetzt aus? Habe ich jetzt noch? So. Hey, was ist denn das schon wieder für eine Ecke? Und was ist das? Drachen-Dingsbums. Mit der rechten Schultertaste kann man die Kurven kriegen, gell? Irgendwie, oder? War das so ein Ding? Rechten Schultertaste kannst du einmal springen, also es ist wichtig, wenn du über irgendwelche Schanzen oder so drüber springst, dass du kurz vom Absprung quasi nochmal hochspringst und kriegst du so einen kleinen Boost. Dann springt er auch so von seinem Part so nach oben. Und wenn du rechte Schultertaste gedrückt hältst, kannst du dann driften halt während der Zeit. Und je länger du driftest, desto mehr lädst du dich auf, dann gehst du nach dem Driften so einen kleinen Turbo quasi raus. Ja. Dann ist immer wichtig, dass du immer eigentlich vor der Kurve anfängst zu driften, weil sonst driftest du dann ganz in die Kurve rein. Wahrscheinlich schon so, warum haben die Füße? Ja, das kommt noch. Muss man öfters spielen, dann passt das auch. Das ist viel früher immer anfangen zu driften, bevor die Kurve eigentlich beginnt. Oh fuck, fuck du. Warum mach ich jetzt die Dinge? Oh, blaue, grün, Granate. Das ist okay, im Handheld-Modus, wenn man bedenkt. Mit Brille. Ich muss ja gerade ein Bild geschickt, wie die Kacke ist, aber. Ja, okay, da war schon tot, Alter. So. Achter Platz. Welcher Platz bist du? Boah, erstmal raus. Jetzt bin ich der Letzte. Ich fahr gerade wieder Müll zusammen. Oh nein. 11. Ja, ich muss mal irgendwie die Steuerung. Ich habe ja den Pro-Controller nie benutzt, gell? Ich habe immer den anderen gehabt. Voll der Witz. Zock doch mit dem kleinen dann. Nee, ich will mich dran gewöhnen. Der Controller ist der Hammer. Ich zock auch mit dem Pro-Controller. Ja, der liegt auch richtig gut in der Hand, finde ich. Ja, ja. Probier bei PlayStation X, also ein richtig vollwertiger, guter Controller halt. Ja. 9. Jawohl, ich bin 8. Mayday 578 mit 982 Punkte auf dem 9. Platz. Genau. Ja, jetzt könnte ich wieder. Machen wir Zufall. voll der Nerv. So sieht das aus, Alter. Nicht schlecht. Aber dann kann ich ja noch eins lauter machen. Wenn du das eh nicht hörst. Wie, was das hör?
den Sound von der Switch, weil die, du siehst ja auf dem Bild, ich stehe quasi neben dem Mikrofon und ich habe ja den Sound über die Konsole laufen. Achso, nee, ich höre eigentlich nur. Ja. Und es müsste eigentlich im Mikrofon dann aufgefangen werden, wenn es dumm läuft. Okay. Mario Kart 8 ist eigentlich drin. Okay. Wie viel Streamer gibt's da? Ui, schon toll. Ja, da ist immer was los. Wenn die 2 erscheint, muss Gas geben für Probe. Also die 3 verschwindet und die 2 erscheint quasi, das kann genau in diesem Moment nicht lang Gas geben. Dann geht es halt, wie wenn man Probe schafft. Das ist keine Information. Mhm. Ach Gott. Blödsinn hab ich gemacht. Meine Fresse. Gut, dass ich noch ein Turbo hatte. Alter, hat sich der Montana aufgeregt an dem Tag. Die sind durchgedreht, gell, im Stream. Verstehe ich gar nicht. Ich bin bei Nio durchgedreht, wenn das so arschschwer ist. Kurz zu gehen. Ja, ja, aber ich kann mich bei so Spiel gar nicht aufregen. Dann kriegst du nicht den zweiten Platz mit dem Münzen, das ist ja ein Scheiß. Jetzt aber komm. Nein! Second place. Du bist echt gut, ohne Witz. Achter, schöner, schon. Wieder ein Platz mehr. Weiter Platz, nicht schlecht, nicht schlecht. Es gibt aber ganz schön viele Mario Kart Streamer, ohne Witz. Also Deutsche. Bist du jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 6. 6 mal 12, 72, 75 deutsche Mario Kart Streamer gibt's. Oha. Schon okay. Viel, gell? Mhm. Finde ich. Auf jeden Fall. Wir gucken dazu. 10.000 fast, oha. Mhm. Nicht schlecht. Ey, Nio 2 war echt mindestens genauso schwer, gell? Ich check das nicht. Vor allem am Anfang, weißt du? Was? Das war echt wieder so brutal, dass ich dachte, nee, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich mag echt nicht mehr. Kann doch nicht sein, weißt du? Ja, die. Ach Mann. Nein. Ja, ich baue auch gerade nur Müll. Wegen scheiß Pendel. Oh nee. Bitte was? Zentimeter. Ja. Also die Karten sind voll schnell. Ciao einfach mal. Da nochmal verbrüht.
Komm schon. Ich seh nichts, ey, ist ein Kacke, Alter. Ich werde dauernd irgendwie niedergemacht. Das ist echt der Hammer. Oha, was zieht denn da an mir vorbei? Komm schon! Ach so. Boah. Hilft das so schlecht? Das darf nicht wahr sein, hey. Ja, egal, kommt halt mit der Zeit. Ja, schon, auf jeden Fall. Ewig nämlich gezockt. Da unten ist jetzt so lang. Was? Fehler bei der Datenübertragung schon oder was soll denn der Scheiß? Ich bin schon wieder rausgeflogen. Du auch? Was ist denn das bitte? Hast du auch Fehler in der Datenübertragung? Ja, habe ich auch. Deshalb hat sich gerade nichts getan, ja. Ja. Achso, dann warte mal, dann starte ich und dann trittst du mir. Nee, starte du und ich tritt dir bei. Okay. Sag dann Bescheid, wenn du in der Lobby bist. Jetzt Moment, ich gehe nochmal zurück. Wo bist du eigentlich gerade auf? Auf Turnier, oder? Oder regional, weißt du, mein? So. Stefan, hörst du mich? Hallo? Ich glaube, dich hat's aus dem Discord rausgeschmissen, oder? Tja, kein Plan, was passiert ist. Komm, gib ihm. Ja, jetzt bist du da, ich schwätze die ganze Zeit mit dir, wo bist du denn? Nicht Turnier. Was machst du denn? Ich habe gerade gefragt, ob ich da auf Ding muss. Ich habe Sound gemutet gehabt. Ja. Muss ja auf regional. Achso, okay, das habe ich gefragt die ganze Zeit, aber irgendwie war ich weg. Ja. So, jetzt rennen. Yep. Hat aber geklappt, oder? Jo. Jo. Bin drin, passt. Guck mal bloß welches Card. Ja, Anna, ich wusste ja nicht, dass du mich hörst. Hallo auf jeden Fall, wenn du mich sehen und hören kannst. Mit mir im Game ist der Stefan. Boah, warst du gerade laut, Stefan? Ich muss Ohr. Oh, sorry. Genau. Jetzt komisch. Ja, aber gut, dass du auch einen Verbindungsabbruch hattest, weil ich hab schon gedacht, mein Internet oder so ist kaputt. Warte mal, ich hab voll den WLAN angefangen, das kann nicht sein. Kannst auch ruhig schreiben, Anna, im Chat, dann sehe ich auch sofort, was du schreibst. Wie ist denn dein Name eigentlich? Weil ich sehe gerade, wer ist denn das? Ist ein Liner Volatile Relish Drove. Vielleicht einer von denen? Wahrscheinlich hat sie keinen Namen, weil sie ja keinen Account hat. Achso, das weiß ich halt nicht. Kann schon sein, ja. Das kann natürlich sein, ja. Ah, okay. Ja, sie hat keinen Account.
Okay, dann sehe ich es auch nicht, klar. Kannst ja schauen danach, vielleicht kannst du dir einen Account einrichten, kostet ja nichts. Ist nicht mit dem Amazon-Account einfach einloggen? Ich weiß gar nicht. Achso, nee, ich glaube, man muss schon die App runterladen und sich registrieren, soviel ich weiß. Also oder? App runterladen muss ich nicht. Nee, also Ding. Aber registrieren muss man sich, oder? Auf der Seite. Aber ich schätze mal, dass sie mit dem Handy unterwegs ist. Wahrscheinlich. Ja. Ja, jetzt endlich, ey. Wie lange hat das gedauert? Ciao. Echt? Schon krass fehlerbehaftet. Ja, wie ist das, wenn man dann im Chat was schreiben will? Das kann man dann gar nicht, gell? Das geht dann wirklich nur, wenn man registriert ist oder wenn man angemeldet ist, okay. Ja. Ganz, ja, logisch eigentlich. Langweilig, Autobahn, wie die heißt. Einfach nur mega einfach und fährst einfach nur eine 8 die ganze Zeit auf dem Gehweg. Und fertig. Theoretisch könnte ich jetzt hinten auf dem Fernseher deinen eigenen Stream laufen lassen. Ich weiß nicht, wie das käme, aber. Ja, das geht schon, aber das, ich glaube, das ist nicht so. Keine Ahnung. Könnte ich eigentlich auch ohne weiteres, oder? Einfach nur am Handy kurz bam. Könnte ich auch, ja. Hä, warum startet das jetzt Spiel? Ja, es geht los. Hä? Den Elfter, Kollege. Wo bist du? Ja, ich spiel nicht mehr. Was? Warum? Da, ich guck dir zu. Nee. Wahrscheinlich ist die Lobby voll. 12? Hä, sag mal, das ist doch totaler Quatsch. Nun waren wir nicht irgendwie als befreundet drin? Wahrscheinlich noch die Lobby dann frei. Und so wahrscheinlich einmal die Lobby verlassen, dass ich dann als 12 Spieler mitspielen kann. Ich muss aber deine Szene noch ein bisschen ändern und deine Webcam noch nach oben machen. Das sieht man jetzt gerade an. Was muss ich ändern? Meine Szene. Ja. Also deine Webcam weiter nach oben. Ach so. Okay, ich habe das halt wenn ich alles da drauf habe, weißt du, Fernseher und so weiter. Nee, nur nach oben schieben, weil bei den verdeckten Radar quasi. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Oh je. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich hab's ja nicht. Ja, aber ohne Witz, ja. Als Moderator, ja, genau. Also ich glaube, die Leute machen nichts anderes, gell, die das hier zocken. Ja. Ich spiele eigentlich in der Lobby, wo du spielst, wenn man nicht so krasse Leute kennt. Geht eigentlich. Geht doch eigentlich. Und jetzt kostet es seit, keine Ahnung, wie viele Jahre das auch immer wieder. Ja, aber echt. Schon so schön. Stimmt. Die Klappe hinten bei mir im Switch ist so kacke. Ja komm schon, ey, das kann doch nicht sein. Auf! Aber total aus. Ey, das war gerade so verpeilt. Wo bin ich denn da hingefahren? So cool, bei meinen YouTube-Videos. Ich tue doch jetzt nicht jeden Tag eine Folge Warfen, eine Vlog-Folge Wahlheim hochladen. Und einer kommentiert, ich weiß gar nicht, das ist vielleicht einer vom Stream oder so. Okay. Leover oder so. Leover heißt der 07. Hat geschrieben, schade, dass du nur so wenig Zuschauer hast. Aber zieh durch und es wird sich bestimmt ändern. Mach weiter so und noch viel Erfolg in deiner YouTube-Karriere. Voll nett, aha. Ey.
Ja. Okay, Moment. Echt nett. Und down. Ja, dann muss ich das noch. Hast du deine Kamera gruppiert? Also den Raum? Nee, hab ich nicht. Wusste jetzt auch nicht, dass es passiert, weißt du? Ja, klar. Wahrscheinlich zu weit oben. Ich weiß nicht, was oben rechts angezeigt wird, aber da wird bestimmt auch irgendwas angezeigt. Aber probieren wir es aus. Ja, keine Ahnung, müssen wir mal gleich schauen. So, liebe Leute, so schlecht bin ich. Es wird noch. Ja, ja. Nee, oben rechts wird nichts angezeigt. Ist gut. Alles gut. Dann passt, oder? Genau. Ja. Bring mich an, bin jetzt hier. Icy Cruise im. Was? Icy Cruise. Icy Cruise, meine Fans. Okay, jetzt die Frage, wer das Servus. Ist. Servus. Geht ab. Ist aber nicht die Anna, oder? Ich weiß nicht, ob das die Anna ist. Wer steckt denn hinter Icy Grüße, meine Fans? Schlechteste Lobby. Doch, klar. Hey, Anna. Oder hallo, Icy. Ah, das ist ja klasse, hä? So ratzfatz ging das jetzt bei dir, ey. Ich glaube, das sollte ich Grüße, meine Fans heißen. Ich grüße meine Fans, soll das heißen, genau. Oder? Schätze ich jetzt mal. Jetzt muss ich mich echt anstrengen, ey. Ist ja peinlich, was ich hier mache. Ja, genau. Könnte anstößig sein. Ach so. Ach was, oder? Meinst? Aber obwohl, bei Twitch weiß man nie. Anna, da kannst du recht haben. Aber schnell. Was ist denn jetzt los, ey? What? Aber. Du bist jetzt aber dabei wieder, oder Stefan? Ich bin ja. Gut. Du hast dich schon gemeldet. Spiel. Ja, echt? Nicht schlecht. Also irgendwie. Ey, das Neo hat mich so fertig gemacht. Also ich habe da vorher dieses Hack and Slay Spiel gespielt. Und das hat mich wirklich. Das hat mir den letzten Nerv gekostet, sagen wir es mal so. Und da tut es echt gut, mal wieder Mario Kart zu zocken. Zehnter Platz, ey. Na gut, besser wie 12. Anna, du kannst jetzt theoretisch unten auf das Herzchen drücken. Wenn du möchtest, dann lässt du beim Urchan ein Follow da. Das wäre natürlich klasse. Wenn du schon einen Account hast. Hast du Alerts an? Ja, ja. Natürlich. Dann kommt es ja gleich theoretisch. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn am Handy? Wie sieht denn das aus? Ja doch, da ist schon das Herz unten. Ja doch. Wenn sie es gehört hat, natürlich. Das ist immer die Sache, gell, bei Twitch. Ich bin gerade mitbekommen, ja. Was wir zwei hier labern. Sehen wir gleich. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Kennst du es noch? Hat alles gehört. Okay. Hab alles gehört, ui. Sehr gut. Hast du dann keinen Alert? Oder? Ah ne, ich hab schon einen Alert. Ich hoffe doch, dass alles funktioniert. Okay. Boah, ich hasse ihn nicht.
Brigade gegen den Pendel zu fahren. Hey! Danke für den Follow! Dankeschön, Anna. Jetzt kann meine Twitch-Karriere beginnen, ey. Jetzt habe ich 132 Follower. Ja, aber das darf doch nicht wahr sein. Bitte was? Nicht mehr lange, dann kannst du selbstständig machen. Genau. Jetzt schaffe ich es ja auch mal hier, denn. Ja, oh. Ja, und jetzt wieder schaffen können. Ja. Meine Mutter macht manchmal Hühnernudeln. Ich habe mich nur gefragt, wie sie das macht. Was macht sie? Hühnernudeln. Also so, ah, okay. Also jetzt sind sie richtig mega professionell. So also ich? Ja, okay. Okay. Also Quick and Dirty mäßig. Und ich mache sie eigentlich schon seit 10 Jahren oder so, für mich auch, als ich noch dahin gewohnt habe. Okay. Und da Isa ja Vegetarierin ist, habe ich mir gedacht, los, lang gar nicht eine schlechte Idee, weil das ist schon mega schnell und schmeckt dann schon gut. Ich habe mal gefragt, wie sie das macht. Dann machst du einfach Spaghetti in den Kochtopf. Okay. Dann haust du es in die Pfanne rein. Also bevor du es in die Pfanne reinhaust, machst du noch Karotten klein und Lauch klein, haust du in die Pfanne rein. Dann einfach nur Öl. Dann gekochte Spaghetti rein. Und dann gibt's, die Italiener oder von Maggi gibt's so eine Gewürzmischung, die ist einfach nur China-Nudeln oder China-gebratene Nudeln. Haust es rein, rührst rum, machst warmisch fertig. Schmeckt einfach geil. Weißt du, was ich heute gemacht habe, hey? Hey, Bibi. Hey, Bibi, grüß dich. Ich habe mir heute echt wieder Schnitzel, panierte Schnitzel gegönnt, selber gemacht. Dann dazu wellige Pommes und Reis. Ah, die mag ich nicht, wellige Pommes. Die werden nie durch irgendwie bei mir. Ah, doch, im Backofen geht schon. Muss halt zu lang drin lassen. Dann. Ja, und dann werden die Enden immer. Aber hey, das Schnitzel war heute so cool, so geil hat es geschmeckt. Kann ich euch nur das sagen, dass es heute echt toll war. Ich hab ein bisschen mehr dieses Creme-Dings genommen. Ja, ich bin zu leise, aber er will mich nicht lauter machen. Ja, wie denn? Ich bin schon beschwert. Moment, ich schau mal. Das geht aber nicht. Das ist grau hinterlegt. Kannst du mich nicht in OBS lauter machen? Nee, das ist ja der Witz. Moment. Sag mal was. Hallo, hallo, Test 1, 2, 3, nee. Test 1, 2, 3. Das ist echt der Hammer. Test, Test, Test. Ich kann den Dings. Ja, den. Du musst aber Überregler keine bewegen. Das bringt nichts, Spiel oder deine Stimme leiser zum. Oder? Ja, nee, eigentlich muss ich mich lauter machen. Ich muss dich. Ja, meinst du, im Discord bringt es halt auch nichts, oder? Ich weiß, das, im Discord muss ich mich lauter machen. Aber du bist schon so laut in meinem Ohr, das glaubst du gar nicht. Das Spiel ist so laut. Desktop-Sound lauter machen, OBS. Achso, warte mal kurz, sie sagt gerade, dass Desktop laut, Dings, das Game Lautstärke ist zu laut, genau. Ja, das geht eigentlich. Können wir uns mal lernen im Spiel. Ja, genau, Alter. Ich bin in deine Banane reingefahren. Ja, ich muss es gleich mal regeln. Gleich nach der Runde. Ja, wenn ich das jetzt streamen wollen würde, dann wäre das schon. Boah, was müsste ich dann machen? Eine Elgato kaufen? Und dann ist kein Problem. Boah, dann ist echt zum die Nudel wie bei dir, mit dem ganzen Sound oder nicht stimmt in der Elgato. Ach was, das passt. Muss man sich halt damit auseinandersetzen, einen Tag lang. Und dann passt es schon. Sag mal, wir haben doch auch sonst immer über Discord gestreamt. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt plötzlich nicht einstellen kann. Da muss man nachher mal schauen. Ich finde das irgendwie echt merkwürdig.
Also ich finde die, ja, wahrscheinlich wegen der Auto, die hat wahrscheinlich zu laut wahrscheinlich. Muss man gleich ins... Ja. Ja, ich hab... Ich würde Elgato ein bisschen runterschrauben. Alter, ich bin zweites Mal in Banane reingefahren. Muss man nicht. Oh nee. Ja, jetzt übertreibt's doch. Ich war zweiter und jetzt alle an mir vorbei, achter. Ey, ohne Power ist es so ein... so lasch, gell? Irgendwas Geiles, ja, aber Rakete. Ach, was? Immer gegen Ende, ey, das kotzt mich so an. Okay, jetzt verstehe ich, warum die sich so aufregen, die Leute. Also jetzt pass mal auf, jetzt machen wir den Desktop-Sound. Leise, Elgato leiser. Alter, ich bin echt so leise bei dir, ciao. Echt jetzt oder was? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Kannst nur erahnen. Ach so, das war gesperrt? Nee, gesperrt kann er nicht. Nein, jetzt bist du laut. Jetzt, Bibi, bist du am Start? Sag mal was, jetzt muss ich was labern. Hallo, Steffen. Hallo, Test. Genau. Sag jetzt, mal nochmal du was. Ja, ich sagte, ich laber die ganze Zeit. Bei mir ist ja auch nichts verändert, bloß bei dir. So, jetzt hab ich uns eigentlich gleich laut gestellt. Und Spielmusik ein bisschen leiser. Jetzt müsste es eigentlich laufen. Also an alle da draußen. Wenn das bestätigen würdet, würde mich freuen. So. Ja gut, ich habe ihn jetzt aber auch lauter gemacht, Baby. Das kann auch daran liegen. Und Spielmusik habe ich ein bisschen runtergeschraubt. So. Also unser Pegel ist jetzt gleich. Okay. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Weiß nicht. Ups, ich habe wieder verpennt. So, wie ist jetzt, Bibi? Jetzt muss ich halt ein bisschen reden. Test 1, 2, 3, hallo. Mische TV nix, follow me. Genau. Ich muss eine Werbung machen. Ein Fremdstream. Follow for refollow. Oh, fuck. Boah, die Karte gefällt mir. Jetzt also die Strecke. Ja, super. Also hat's was gebracht. Sehr gut. Keine Ahnung, warum da eine Sperre drin war. Hm. Ey, das gibt's doch nicht. Ich bin Neunter. Jetzt alles raus, was geht. Nein, wo trifft dich denn nicht? Sag mal, den ist überholt. Die günstigste Elgato ist die Full HD 60 FPS oder gibt es noch eine günstigere? Da ist der Platz. Ich bin halt eiskalt oder 12. Das darf einfach nicht wahr sein. Unglaublich. Deprimierend. Geht es nochmal unten Umfrage? Was heißt Umfrage auf Englisch? Survey, oder? Nee. Vorhersage. Unbar.
Prediction, stimmt. Was, Umfrage oder Vorhersage? Was hast du jetzt gemeint? Vorhersage. Aber ich habe Umfrage, glaube ich, gefragt. Ja, ja. Aber das Prediction. Predict something. Genau. Nochmal Englisch, Telekolleg 1. So, auf geht's aber jetzt. Vollgas. Vorhersage ist gestartet. Fertig besser als Top 5 ist die Vorhersage. Also wird Mayday besser als Top 5. Sehr gut. Abstimmen, eure Kanalpunkte reinschallern. Oh je. Das ist ja unwahrscheinlich. Also die Leute, die mir jetzt zugeschaut haben, da weiß ich schon, wie die Stimmen abstimmen werden. Der Opa da eigentlich, ey, das gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung. Schläft der wieder? Nee, da schaut irgendjemand. War halt mal ein bisschen optimistisch, Bibi. Ey, was mache ich denn? Ich trinke nie wieder, bevor ich Mario Kart zock. Ey, ich dümpel so übel. Ey, guck mal. Alles was ist denn los, Mann? Was ist denn los mit mir? Bibi, was ist los mit mir? Woran liegt's denn, Mensch? Anna, das nächste Mal würde ich besser sein, ich versprech's. Das ist ein Witz, was ich hier an den Tag leg. Peinlich. Warm. Hätte ich jetzt 1000 Zuschauer, würde ich mich 1000-mal entschuldigen, ne? Ja, voll, du machst mich nervös, Anna. Normalerweise bin ich immer First Place. Aber es... Ah, oh, reicht jetzt. Aber das Lustige ist, wenn man 12. ist, denkt man immer, man spielt das Game alleine. Das ist gar kein Turnier. Weil ich sehe gar niemanden. Ach doch, einen sehe ich, guck mal, das ist ja ein Ding. Oder Hammer. Komm, zieh durch! Nein, was mach ich denn? Vierter. Elfter, bitte! Schaff ich es? Kann ich die Prediction jetzt? Gott, ey. Oh mein Gott. Prediction. Ich schäme mich. Oh, niemand hat abgestimmt, ey. Echt schade. Ergebnis wählen? Nein. Das Ergebnis der Vorhersage ist nein. So, jetzt ein Raid von Papa Blatte, 21.820 Zuschauern. Los geht's. Innerhalb von 5 Minuten 10.000 Follower, Superstar. Genau. Und das Ding wäre erledigt. Jetzt sollte man mal bei Mario Kart bleiben, hä? Und nicht wie jemand ich am Tag 3 Games wechseln. Ja, echt jetzt. Aber gut, ich hab's probiert. Ich hab ja auch Bibi Neo 2 vorher probiert. Es ist mindestens genauso schwer. Und deswegen. Ja, wird's echt hart. Ich glaube kaum, dass ich das wieder streamen werde. Boah, morgen 8 Uhr startet. Zweite Season. Cold War. Was, morgen Abend? Nee, morgen um 8 Uhr. Also morgens. Ach was? Hm.
Und die Karte kann man schon runterladen, oder was? Das Update. Oh ja, gute Frage. Warte mal, ich guck mal kurz. Mach ich es auf jeden Fall nicht. Im Stream sonst bricht wieder alles. Aber da gibt es ja mega so Zombie-Content und so weiter und so fort. Die Verdansk und so wird umgebaut, also die Warzone-Map. Okay. Und. Oh, voraussichtliche Wartezeit 4 Minuten, wenn man sich bei Blizzard einloggen will. Okay. Dein Ernst jetzt? Was ist denn da los? Das sind alle schon heiß. Inklusive mir. Was glaubst du, wie die Karte, wie der Server morgen down geht? Geht dann gar nichts, aber wahrscheinlich 20 Weiß. Bilder pro Sekunde oder so. Weißt du, wer morgen um 8 Uhr aufsteht und am Start ist? Meiner einer. Ich bin mal gespannt. Ich bin sowieso ein Frühaufsteher, bin mal gespannt. Ja. Ja, die Karte ist ja auch geil. Denke meine ich. Die? Ja. Die gefällt mir echt. Es gefällt mir. Kommt heute der Masked Singer? Was? Masked Singer Pro 7. Glaube ich. Kennst du nicht den Masked Singer? Nee. Okay. Ich hab gerade überlegt, welche Sprache du sprichst. Der maskierte Sänger. Auf Englisch, der Masked Singer. Ja, schon, jetzt hab ich's verstanden, aber das klang gerade. Ja, ich kann halt von Englisch. Der Masked Singer, gell? Der Masked Singer! Hey, das ist. Was ist Badensisch oder was? Badensisch Englisch, was du da redest. Nee. Der Masked Singer. Das war schon ziemlich eine Beleidigung, wenn ich das gerade. Sorry. Ja, stimmt, aber das klang weit. Wie hast du das gehört? Unfollow gleich, Dippy. Ja, aber hey, guck mal. Ich habe jetzt gerade dreimal hinhören müssen, bis ich es verstanden habe. Das war einfach. Anna ein kann schon wieder Unfollow klicken. Ja, jetzt lass mal Anna aus dem Spiel. Kann doch die nichts dafür, wenn du anstatt der Masked Singer, der Masked Singer sagst. Was heißt du, der Masked Singer? Ja, aber deine Betonung war gerade geil, Mann. Aber das heißt doch so, wie sagst du es? The Masked Singer. Ah, Singer okay. Auch nicht Singer. Ich hab gedacht, du sagst aber, Masked. Ja, aber egal. Masked. Egal. Mit Mask, mit All, so quasi Cloud-Schrift-mäßig. Egal. Lost Beacons. Das war jetzt klar, dass es kommen musste. Meine Mutter hat mir tatsächlich zum Geburtstag so eine Faschingskrone geschenkt. So eine goldene aus Plastik und eine Wikinger. Ach so, echt? Ein Wikingerhelm. Ja, ja. Also so aus dem Faschings. Ja, so billig Fasching Plastikzeugs. Im nächsten Stream, wegen oder? In meinem Twitch-Stream, voll witzig. Ja, da kannst du mal. Da kannst du dich mal am Auge kratzen. Und hier ist kein Platz. Achso, ja, nee, das geht nicht. Nein, fast der Stelle. Immer noch 10. Hey, ich bin so schlecht. Nase juckt auch. Super, was ist denn los? Oh Gott. Lass mal gleich einen Kaffee raus, ey, weißt du das? Boah, so spät Kaffee trinken ist für mich der Tod, ohne Witz. Echt? Ach was, bei mir kommt's genau richtig. Volle Kanne. Na, machen wir mal einen Zufall. Bringt jetzt nix, ich würde nicht wach werden, aber sobald ich dann ins Bett lieg, kann ich meine Augen nicht zumachen. Ich könnte jetzt was Kaffee trinken und danach pennen gehen. Also es wäre bei mir echt sowas von egal. Und ich kann es mir nicht ohne Kaffee vorstellen. Hey, drei oder so am Tag auf jeden Fall. Ich hab gerade eine Gain-Attacke, Mann. Was soll denn das Scheiße, ey? Boah. Warum dauert denn das wieder so lang? Muss da jeder eine Auswahl treffen oder was? Sonst geht's erst gar nicht. Ja, gut. Muss jeder du hast glaube 10 Sekunden Zeit, eine Map rauszusuchen und wenn es halt einer verstreichen lässt, dann muss man halt die volle 10 Sekunden warten und dann nochmal 10 Sekunden, bis das Spiel losgeht oder irgendwie sowas. Ja. I see.
Season 2 Early Content. Gibt's scheinbar jetzt schon Content. Ach so? Verstehst du. Ups, was ich vergessen habe? PS5 Download habe ich vergessen. Warzone. Wenn ich das so. Das lädt eh nichts runter. Wieso? Ich muss einloggen, dauert 4 Minuten. Weiß nicht, was lädt, bei mir lädt nichts runter. Kein Update ist jetzt verfügbar. Ah, okay, dann wahrscheinlich morgen dann erst um 8. Ja. Boah, ciao, ey. Dann willst du wieder. 1 Million Leute werden es dann wieder runterladen. Ja, ja, ich kann es vergessen morgen. Warum lädt es jetzt nicht schon runter? Das verstehe ich nicht. Was ist das? Komm schon jetzt aber. Hab ich von dem Pechbrot mal wieder was gehört? Ja, der war damit da, bei Nio. Okay. Okay. Vor 2 Tagen oder so, ja. Hat er gemeint, das ist echt hart, was sie mir hier antun. Mhm. Hat er auch recht. Was hat es gekostet im Nio 1? Das Spiel kostet 80 Euro. Ist ein Pack für PS5. Beide Spiele zusammen? Ja, ja, ist auf all, genau, beide Spiele zusammen. Also 75 hat es gekostet für mich. Leider. Gut, ich habe noch nicht aufgegeben. Also ich weiß noch nicht, ob ich streamen werde. Zocken werde ich wahrscheinlich schon noch. Aber halt nicht mehr streamen, weil das einfach zu brutal ist. Neunter, Gott. Ich freue mich auf den 9. Platz, das muss ich mal überlegen. Ist doch gut, hast du schon lange nicht mehr. Wie gesagt, muss ja erst wieder reinkommen. Das ja, auf jeden Fall. Wäre jetzt auch komisch, wenn ich die ganze Zeit Erster wäre, weißt du? Ich habe gefühlt, wie lange, 2-3 Jahre nicht mehr gezockt. Ich habe es ja bei meiner letzten Switch, habe ich das Spiel ja gehabt, aber das war, glaube ich, nie ausgepackt. Weißt du noch? Ich habe es echt da gehabt und nie Bock gehabt und dann... habe ich es dann irgendwann weiterverkauft. Ja, das ist das Gute bei der Switch, da kriegst du halt echt viel Geld dafür. Ja, das stimmt allerdings. Oh. Hyrule, oder wie spricht man das? Hyrule. Hyrule Piste. Aber ich hätte echt mal wieder Bock auf Zelda, gell? Soll ja jetzt ein weiteres Zelda-Titel kommen? Ja, munkelt man. Genau. Gibt da so ein Remake von der... Weißt du, was der Oberhammer wäre? Wii, glaube ich. Legend of Zelda. A Link to the Past. In 3D. Dann würde ich echt heulen. Boah, wäre das ein Traum. Stell dir das mal vor. Es gibt ja das Link Awakening oder so, glaube ich. Ey, das sieht man bei mir sogar im Stream, gell? Glaube ich. Oder? Im Dings. Oh mein Fuck, was mache ich denn, ey? In meiner Vitrine steht's ja. Das sieht man, glaube ich, sogar im Stream. Aber es ist ziemlich dunkel.
Boah, nee, aber ich kann schon lesen. Kann man nicht erkennen, gell? Hm. Also ich habe Vollbild auf meinem Monitor. Ja. Man sieht, dass da Schachteln drin stehen, aber man kann nicht, nicht lesen, was drauf steht. Okay, okay. Sag mal, die deutsche Flagge, hast du die selber ausgesucht? Kann man das aussuchen? Ist ja cool. Ich glaube ja. Muss ich auch mal gucken. Du auch. Weiß nicht, okay. Muss mal kurz gucken, wo bist du denn hinter mir? Ich habe gar nichts ausgewählt. Denke ich automatisch bei dir. Sag mal, warum kann ich denn nicht auf die Piste? Kann doch nicht wahr sein, ey. Ach komm. Ladies and Gentlemen, gar nicht so schlecht für meine Verhältnisse. Wenn man bedenkt, nee. Dass ich permanent 12. Platz war. Dritter. Und schon wieder 8, weißt du? Naja. Schade. Schade. Nick-Mack zockt God of War. Mhm. Schau nebenher Grey's Anatomy, schreibt Bibi in Nick-Mack's Stream. Grey's Anatomy. Ja, ja, ich seh's. Ist PlayStation 5 oder PlayStation 4, wo Nick-Mack hat? Das ist die Vierer. Hm. Hä? Bei dir kommt Werbung bei mir jetzt. Krass. Ja, das kommt irgendwie zwischendrin jetzt. Haben sie es jetzt doch so gemacht. Kommst du einfach zwischendrin? Ja, ja. Das, am Anfang haben sie ja gesagt, nee, okay, weil die Community so dagegen war. Ah, und jetzt, Alter, und so jetzt, ein Scheiß. Und das ist aber auch wirklich bei allen anderen auch so. Bei den Großen auch, wenn man die jetzt abonniert hat, dann... Bei Ninja so, war das voll oft so. So ein Müll, ey. Ja, leider. Das ist immer krasser, hier. Wird wie bei YouTube am Mann. Musst du bald drei Werbung... Werbefilme ansehen, bevor das Stream 20, losgeht. 18. Das Dings wäre halt cool, gell, wenn man noch ein Fenster dazu holen könnte. Also Kamerafenster meine ich. Mensch. So wie die Partner halt bei Twitch. Ja, wenn du jetzt streamst, dass ich dich jetzt quasi auch. Ach so, zum Mix. Ja, genau. Das Cross-Stream. Ja, genau. Ja, ja, das wäre gut. Aber also, muss ja Partner sein. Ja, ja, das kommt, vielleicht kommt das ja irgendwann. Ich denke eh, dass das irgendwann freigeschaltet wird. Bestimmt. Ja. Aber es gibt einfach verdammt viele, weißt du? Hm. Stimmt. Ich finde auch 75 im Durchschnitt echt brutal, wenn ich ehrlich bin. Das heißt doch nicht mal, dass du genommen wirst. Es gibt ja, voll viele, die haben 75 im Durchschnitt, das ist schon 100. Ja. Und die sind immer noch nicht genommen. Entscheidet halt Twitch. Ja, ja, genau. Gut, vielleicht passt dann irgendwas nicht, weißt du? Der Inhalt oder. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch echt viele, die das halt erfüllen und die wollen gar nicht so viel Partner haben. Kann ich mir vorstellen. Ja. Alter, was ja, mache ich denn? Wahrscheinlich reichen halt 75 nicht unbedingt, weißt du? Sollte man schon ein bisschen größer sein. Mhm. Dann sollten sie es aber auch erhöhen, finde ich meiner Meinung nach.
Was soll das denn? Freust dich, dass du 75 hast? Ja, bewirbst dich, musst abgelehnt, ja. Sorry, keine Ahnung. Bist du uninteressant? Ja. Das wäre schon geil, ey. Wäre schon Träumle, ohne Witz. Hallo. Dann hättest du ja den lila einen Haken, so wie bei Instagram den blauen, hast du ja dann bei Twitch den lila neben deinem. Genau. Mein Gott, was mache ich denn? Ich mache Sachen heute, das ist schon nie passiert. Ich habe es einfach nur nicht drauf mit dem Dings driften, weißt du? Das ist echt. Boah, das war jetzt wirklich extrem schlecht. Ich muss das ausprobieren. Ja, ja. Ich bin gleich wieder da. Ja, Toilet. Oh, Mayday AFK, neue Runde beginnt. Hey Robert, grüß dich, was geht ab? Ich glaube, du hörst mich auch gut, gell? Willkommen, wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, wo du bleibst. Das wäre doch was für dich hier heute, oder? Sehr gut, sehr gut. Mayday ist gerade auf der Toilette, kommt aber auch gleich. Ja, bin schon da. Ich bin heute eigentlich nur hier zum Supporten. Servus, Robert, grüß dich. Selber streamen kann ich nicht, ich habe ja keine Capture-Card. Geht ab. Ich habe ihm gerade geschrieben. Achso, warum gibt mir keine Bescheid? Achso. Ich dachte, du hast die Nachricht schon bekommen. Du kannst auch mitspielen, Robert, wenn du möchtest. Dann add ich dich als Freund. Kurz, kannst du mir mal im Chat deine Freundschaftsdingsbums posten? Dann add ich dich kurz, wenn die Runde vorbei ist. Dann kannst du einfach joinen, wenn du Bock hast. Kein Problem. Das war ziemlich spontan, oder? Weil er sagt, wegen dem Controller aufladen. Sonst hätten wir da schon Bescheid gesagt. Ach so. Ja, das war. Ich habe ihn vorher angerufen, Mayday, und gefragt, ob er Bock hat zum Mario Kart zocken. Da haben wir alles eingerichtet. Wir haben uns selber noch nicht mal als Freunde geaddet gehabt, lul. Genau. Und, ja. Alles klar, super. Zock mal ein bisschen. Sehr gut. 5 Zuschauer. Jetzt geht's ab hier in dem Channel, Mensch. Ei. Ja. Überwältigt. Werbung für dich gemacht. Ja. Geht's ab, wenn wir mal 6, 7 haben, dann rutscht ordentlich weit hoch, dann bist du schon fast besser als Mittelfeld. Ja, nice. Ja.
Oh, und das Bildchen hier nicht größer. Mal jetzt. So, liebe Leute. Ja. Ich denke, so Mario Kart wäre gar nicht schlecht, wenn man so Community-Games auch machen könnte, aber das ist halt bei der Switch viel zu aufwendig mit Freundescode und Adden und so. Du kannst halt nicht einfach sagen, ja, join mal irgendwie Stefan X oder so oder Mayday 578. Du müsstest ja jeden adden als Freund. Ja, ja. Behindert. Ist ein bisschen doof, ja. Das stimmt allerdings, Robert. Montana hat Mario Kart für The Great Again gemacht, ja. Finde ich auch schlecht super. So? Ja, kann man schon sagen. Also er und halt Papa Platte und Trimax und so, wenn sie alle drin sind, das macht schon sehr viel aus. Bitte was? Schreib mal Freundschaftscode, Robert. Achso, muss ich ja auch adden dann, hey, sonst geht's ja gar nicht, gell? Moment. Jetzt mache ich es auch kurz. Moment, ich muss kurz die Szene wechseln hier. Das wird wahrscheinlich gar nicht mal reichen. Geht ja schon nächste Runde los. Und? Was machst du? Schick dem gerade einen Code. Denke ich schick ihm, aber er geht gar nichts, weil es soll so anders sein, die Namentaste war drin. Also bei mir muss halt alles schief gehen, was schief gehen kann. Das ist echt Der Robert schreibt doch seinen Freundschaftscode einfach in den Chat rein. Den kannst du ihm einfach adden nachher. Achso. Oder? Oder wie habt ihr es? Ich habe ihm das jetzt gerade zugeflüstert. Ach so. Mhm. Ach so. Bist du noch im Game? Nee, ich bin gerade im Menü. Ah, ach so, bist du rausgequittet? Nee, nee. Einfach Dings, ist ja aktiv. Jetzt bin ich wieder da. Ach so, Robert. Ja, okay, Robert, alles klar. Kompletter Akku leer oder was? Von der Switch und allem drum dran. Eieiei. Achso, wie wär's, wenn ich die Szene mal wechsle wieder? Das wär super. Ist die Leute auch. Pro-Controller, Robert. Boah, Alter, oh mein Gott, oh Jesus. Was, Wii-Controller nochmal? Meinst du? Ob du auch einen Pro-Controller hast, hab ich gefragt, ja. Achso. Gibt ja den Pro-Controller, weißt du? Ja. Den schwarzen. Da gibt's ja nochmal einen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber... Echt? Dieser Mario-Controller, ja, aber das ist jetzt nicht... Das sah nicht so aus wie der Original-Controller von Nintendo, deshalb habe ich ihn nicht geholt. Aber ist auch von Nintendo. Zumindest ein Partner von Nintendo, glaube ich. John. Das gibt's doch nicht. Boah, war das knapp. Oh nein. Alter, alle vorbei kurz vom Ziel. Ah ja, okay, cool. Pro-Controller ist echt geil. Du kannst ja theoretisch dann die Switch in Stock
dann lädt die ja da und den Pro-Controller kannst du ja mit Kabel einfach anschließen an den Stock oder dann aufladen. Kannst du eigentlich doch theoretisch sofort loslegen, oder nicht? Was machen wir denn? Das war jetzt witzig, ey. Da wurde ich voll vom Train mitgenommen, ey. Ja, du bist in einem anderen Game wie ich. Egal, Übung macht den Meister. Nein! Mayday macht halt sein eigenes Ding. Ja, Mann, ich mach mein eigenes Ding. YOLO, geht einfach aus dem Spiel raus. Geht Neues rein. Ich möchte es kurz beenden. Irgendwie hast du die Grafikeinstellung oder so bei dir. Das Spiel sieht bei dir ganz anders aus. Da ist kein Schatten und so. Doch, jetzt. Doch. Das ist doch kein PC, das ist die Switch. Alles gut. Oder mal ein Bild. So mega klein ist hier. Ein anderes Ding. Ein highly concentrated. Und jetzt sehe ich nichts mehr. Verdammte Scheiße. Aber ich sehe noch was. So leicht kriegt ihr mich nicht runter. So nett. Ey, das darf doch nicht wahr sein, Leute. Ich war die ganze Zeit Zweiter und jetzt bin ich Vierter. Kurz vorm. Jetzt mache ich auch. Ey, das ist so übel. Halt witzig, warum wir jetzt zusammen in der Runde waren. Ja. Verstehe ich nicht. Jetzt bist du aber dabei, oder? Stefan. Mhm. Gut. Das wär's jetzt. Ja. Ich hab heute Nvidia-Aktien gekauft, Rutschan. Ah, okay, cool. 4000 Euro, Alter. 10 Aktien. Ich hoffe mal, dass es, was wird. Bis jetzt bin ich 40 Euro im Minus, Kapi. Mhm. Schauen wir mal. Und dann habe ich noch iShares ETFs gekauft, 2000 Euro, also 6000 Euro rausgeschallert. Und für 1500 Euro, also 1000 Euro Bitcoins und 500 Euro Ethereum. Dein Ernst jetzt? Ja. Jetzt euer. Halt mal, gib ihm gemacht. Hast du eine Anzeige gekriegt von der Sparkasse oder was? Das Negativzinsenzahler muss schon. Ist angestrengt. Nee, mein Spaß. Aber ist gut, vielleicht klappt's, weißt du? Vielleicht wird's ja was. Ja, die Beträge, die ich da investiere, jetzt. Ja, gut. Also Normalmensch, krass an. Für mich auch. Ist auch nee, mega viel Geld für mich. Aber schon viel Geld, aber ich weiß. Im Endeffekt wünschst du dann nicht. Machst du ja nicht große Geld, hast ein paar hundert Euro, wenn es gut läuft. Wow. Genau. Weiß nicht. Ich traue mich da halt nicht so, also 17.000 Euro mal kurz raus oder 20.000 Euro. Gut, bei Nvidia oder so könnte ich halt echt mal ein bisschen reinschallern, weil das ist einfach eine Marke. Ich wollte gerade sagen, ja. Das wird einfach immer größer. Ja, und gut. Immer besser und ja. Die gehen ja auch gerade voll ab. Ich weiß nicht, ich habe es dir gerade schon erzählt. Die bauen jetzt ja wieder die GTX 1050 Ti und die RTX 2060 starten sie jetzt wieder die Produktionsanlagen. Dass sie ein bisschen mit der Nachfrage klarkommen. Ah, okay. Ja, voll krass. Dass die Leute halt wenigstens irgendeine Grafikkarte kaufen können. Ich habe heute ein bisschen mit Chris gesprochen, hey, der ist voll frustriert, was Grafikkarte angeht. Der hat schon aufgeben. Ja, Mediamarkt hat seitdem wir unsere gekauft haben nichts mehr gejobbt. Also nee, ich habe auch, also hab auch nichts gesehen, genau. Oder gehört. Wahrscheinlich nicht Insta bestellt. Die Grafikkarte wäre ihm zu teuer gewesen gestern. So mega teuer war es jetzt nicht. Ja, er hat mein Maximum 700 wieder ausgegeben, aber das wird halt echt hart. Ciao, dann kann er es auch lassen. Tschüss. Maximum 700 gibt es keine 3070. Nee. Never ever. Nicht mal bei Mediamarkt gibt es eine unter 700. Dann kann er es lassen. Ja. Ich habe auch gesagt, wie er das aushalten will bis Jahresende hin, ohne Grafikkarte. Er hat ja gar keine, weißt du, sondern ist ja kaputt. Ja.
Ja, das wird nichts. Also dieses Jahr wird es glaube ich nichts mehr im Grafikkarten. Im Sommer vielleicht. Aber die Mining, also solange es Bitcoin so krass abgeht, werden die Mining-Rigs immer mehr natürlich gebaut und gebaut. Also Nachfrage ist da. Robert, ich kenne mich mit diesem Cardano überhaupt nicht aus. Ich habe, hast du was drüber gelesen, Stefan? Kein Plan. Ich weiß nicht, was sagt er denn? Braucht noch ein bisschen? Dass der ETH 2.0 gegen Cardano nicht ankommen wird, aber ich kenne mich halt da echt zu wenig aus, ey. Das ist ETH 2.0. Und was ist Cardano? Ja, neue Währungen halt. Ja, der Robert hat immer so neue Krypto-Dinger am Start mit ADA. Ey, schon wieder 12. Alter, das darf einfach nicht wahr sein. Das ist so peinlich. Mario, du heulst schon, ey. Robert, hast du jetzt mal bald? Also hier No Front oder so, aber... Warum lädt deine Switch so langsam? War die echt tiefenentladen, hä? So wie es aussieht. Kotz mich echt an, nicht. Das wäre so geil, wenn es bei Grafikkarten einfach auch so ein Video-In-Steckplatz geben würde. Das verstehe ich nicht, warum man das nicht macht. Mhm. Aber vielleicht kommt das irgendwann mal, weil selbst Nvidia weiß ja schon, dass jetzt viele streamen wollen, auch natürlich mit der Grafikkarte. Und die haben jetzt ja seit der RTX 20er-Serie, ist ja ein spezieller Prozessor und Kern oder was weiß ich was drin, der für Streaming ist. Mhm. Also diesbezüglich geht schon was. Und die werden jetzt auch die neue RTX-Grafikkarten, jetzt kommt ja die 3060 raus und ist die erste Grafikkarte, die reglementiert ist fürs Krypto-Minen. Also mit der kannst du nicht mehr gut Krypto-Minen. Ah, okay. Also wird es ja, sie geben? Die wird dann uninteressant für Krypto-Miner sein. Die wurde um 50% kastriert quasi. Okay. Ich glaube sogar hardware-seitig und die anderen sollen irgendwie softwareseitig kastriert werden, aber ich denke, das lässt sich dann easy umgehen, wenn du softwareseitig kastrierst. Und aber dann die haust halt einfach einen anderen Grafikkartentreiber drauf im Volo. Aber uns kann es eh egal sein jetzt. Ja, schon, aber. Und dann, ich weiß nicht, ob du auch mitgekriegt hast, die machen ja extra Mining-Grafikkarten, die haben jetzt zum Beispiel keinen Display-Anschluss und haben jetzt so einen ganz komischen flachen Kühler drauf und die sind nur fürs Mining quasi gedacht. Ja, Gott sei Dank. Die sind dann auch günstiger und die haben auch keine schöne Verpackung und so. Das sind einfach so graue Kack-Grafikkarten-Dingers. Hauptsache die Gamer haben wieder Grafikkarten zur Verfügung. Ja, aber ich frage mich halt, ob das, wenn es über die gleichen Anlagen läuft, wo die Chips produziert werden, dann bringt es halt auch keine Entspannung. Es müssten ja dann neue Anlagen sein, die die Grafikkarten produzieren. Wenn es alles über das gleiche läuft, hast du ja auch nichts gewonnen. Ja, stimmt auch wieder. Ja, vielleicht weiß nicht, ob das. Ja, vielleicht ja das Marketing. Würdest du auf die 3080 umsteigen später oder bleibst du bei der 3070? Gute Frage. Also ich denke mal, wenn die Verfügbarkeit gut sein wird, dann kann man schon mal so Black Friday-mäßig oder so Ausschau halten, ob ich ein echt gutes Angebot bekomme für eine 3080. Genau. Dass ich halt wieder relativ günstig umsteigen kann, aber ich hätte schon gerne im Endeffekt eine 3080, muss ich sagen. Ja, ich auch, auch wegen VR und so. Ja, bin jetzt von der 3070, zwar geil, sieht gut aus, war günstig, aber die Leistung ist mir immer noch nicht genug, um ehrlich zu sein. Ja. Liegt vielleicht auch an Warzone oder an meinem Prozessor, keine Ahnung. Also, ich würde sogar gerne die 3090 holen, wegen VR. Das ist gar kein Fall. Das würde ich nicht machen. Ja, ich glaube, das, weißt du, wenn es schon übelst das bringt, weißt du? Ja, dann lieber eine 3080 und dann warten, bis die 40er rauskommt. Ja, das. Und die manche kommt nächstes Jahr schon raus, oder was? Oder wie lange dauert denn das? Zwei Jahre, gell? Genau. Aber bis das jetzt wieder sich alles gelegt hat, wir werden auf jeden Fall wieder, glaube ich, ein Jahr ins Land ziehen. Dann dauert es auch nicht mehr lang, bis die neuen kommen. Die 3090 hat schon krass hochgezüchtet und braucht echt viel Strom und so, finde ich. Mhm. Aber die geht halt schon krass ab, muss man halt auch sagen. Ja, klar. Ich war noch nie ein Fan von der größten Grafikkarte kaufen, weil du einfach so viel drauflegst ab der 80. Also 2080 auf 2080 Ti hast du halt so viel draufgelegt. Mhm. Und genauso ist es jetzt bei der 3080 auf 3090. Da zahlst du so viel für die paar FPS mehr,
Das muss ja halt echt wert sein. Ja, ja. Hallo so. Kiri, hallo Kiri, hallo, 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 hallo. Was machst du denn, du Fettsack? Hm? Da ist da noch ein Böppele am Hals. Nee. Doch. Du spinnst, du Katze. Ich hab von meinem Gin, von meinem Gin, von meinem Bruder zum Geburtstag eine Gin-Flasche geschenkt bekommen. Die steht drauf, die, also böser Kater steht da drauf, so heißt die. Okay. Und die ist irgendwie bläulich und wenn du es mit Wasser oder mit irgendwas halt mischen tust, dann wechselt das, der Gin die Farbe, voll witzig. Dann wird er zum Beispiel rot oder so, dass sich der pH-Wert dann ändert. Ja. Okay. Geil. Kommt irgendwo hier aus Eppingen oder so, der Gin. Aha. Stimmt gar nicht, Robert. Ich habe gesehen, dass du online warst und habe ich gedacht, ja, das siehst du schon, dass der Mayday auch online ist. Und irgendwann nach einer Dreiviertelstunde habe ich gedacht, ich schreibe dir mal ganz frech. Mach dich dezent darauf aufmerksam. Weil es ist ja auch irgendwie komisch, wenn ich dir schreibe, komm mal Notschein, Mayday sein Stream rein. Ja, aber dann habe ich es halt doch getan, weil ich dann vielleicht doch dachte, vielleicht hast du übersehen. Aber schön, dass du da bist. Aber komisch, dass deine Switch so lange braucht zum Laden. Ist das ein altes Modell, keine 2019er? Bei der Switch funktioniert einfach alles langsam. Downloadgeschwindigkeit, also einfach alles langsam. Man munkelt ja, dass eine Pro. Ja, haben wir schon drüber geredet. Ja, ja, dass eine Pro rauskommt. Ja, mit IPS-Display. Ich vermute mal so kurz vor Weihnachten, denke ich mal. Größeres Display würde ich mir wünschen. Ein viel, viel helleres Display. Ja. Locker mal. Doppelt so hell. Locker. Dass man einmal auf dem Balkon zocken kann. Ich weiß, setz dich mal auf den Balkon bitte. Vergiss es. Und versuch mal auf der Switch zu zocken. Das siehst du nichts. Vergessen. Nee, weiß. Ich hab's doch schon probiert. Du kannst ohne Display, da brauchst du kein Display anschauen. Du kannst ohne Display anzocken, weil das ist schon mal so viel. Nur mit Ton, meinst du? Ja. Ich spiel nur mit Ton. Das war echt der Hammer, wo ich mich mal rausgesetzt habe. Oh geil, Sommer, Sonne, jetzt ja, ja. Zelt auf dem Balkon. Man war schon optimistisch, ey. Rausgesetzt, hab nichts gesehen. Nix. You are too optimistic, my friend. Das war so ein Witzig. Und dann habe ich gedacht, hey, warte mal bis Nacht wird. Abends war ja im Hochsommer. Dann setze ich mich raus im Balkon, zock chillig Zelda, warte bis Nacht war, hab mich rausgezockt, gesessen, Bier und so, Switch angemacht, 5 Minuten gezockt, waren die ganzen Schnaken und so da, wegen dem Display. Ja. Also, kannst du einfach mal drauf spielen. Einfach knicken. Dunkel killen dich die Insekten und ins Helle sieht halt nichts. Wird Jesse abgeknallt. Tschüss, Jesse. Holy shit! Motherfuckers! So, sie das, läuft, schreibt er. Ey, das ist einfach so witzig, die ganze Zeit. Mit an der Front und dann auf einmal fett 10. Platz. Nein, zweiter. Achso, ist noch eine Runde. Schreibt. Alter, leck mich doch. Ich war erster. Dreimal hintereinander eine rote, jetzt bin ich sechster. Ja. Was soll ich sagen hier? Ein ganz Unkompetenten hier. So, jetzt war noch ich weg. Die Willi. Tschüss, der Willi. Jetzt war noch der Maxim weg. Tschüss, der Maxim. Jetzt war noch der Jan weg. Jahren. Ah, fuck. Nein! Shit. Jetzt aber. Ich muss mir meinen Nintendo Online-Zugang schnell holen. Ach, hast du das auch nicht? Oh, okay. Achter! Achter Platz! Wie viele bist du? Dritter. Dritter. Okay. Third place. Not bad, not bad.
Oh ja, ich trinke die ganze Zeit schon, Stefan. Willst du eigentlich nichts für deine Kanalpunkte mal reinmachen? Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ich hab 30.000 Punkte. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Aber ich bin nicht so motiviert, irgendwelche Liegestütze zu machen wie du, hey. Ich weiß auch nicht. Ja, du kannst schon machen, keine Ahnung. Ich esse einen Schokoriegel oder. Ach, was für Uffe. Ich sing ein Lied. Ich lese ein Gedicht vor. Ich erzähle euch einen Witz. Ich rap für. Oh, mach doch, ich rap für euch oder so. Und dann machst du halt zwei Sätze, drei, vier. Keine Ahnung, wie viel du da drauf hast. Von früher. Irgendwas. Ja, wäre auch nicht schlecht, gell? Hast du gesehen, Papa Platte hat die ganze Zeit versucht zu rappen heute. Textstücke wie Eminem, du. Nee. Hab schon heute gar nicht geguckt. Sind voll viele online, ey. Mhm. Plan C-Max, wie viele Dinge hatten wir jetzt? Boah, das ist ja eine geile Dingsstrecke. Voll bunt, ja. Das lieb ich, ey. Wie geht mir den Preis? Richtig awesome, Mann. Erster Platz, Bitches. Oh man, hör doch auf. Jawohl. Ich allein nicht so gar nicht. Wie sind wir denn? Kommt schon. Ja. Ich bin gerade so mega konzentriert. Was hast du gesagt? Nichts, komm schon, hab ich nur. Achso, komm schon. Ich hab auch schon verstanden. Achso, sorry. Nein. Hä? Ich dachte, das wäre die feine Runde. Oh nö. Ey, sag mal, das kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit ich getroffen werde. Ich. Nur ich. Im ganzen Spiel. Erster Platz. Unmöglich. Schon wieder 8, aber es ist echt unmöglich. Alle waren gerade so auf mir. Ah, gut, ist ja klar, die hinteren Plätze, da will er jeder doch schon vorbei. Völlig normal. Naja, Mario, sei nicht traurig. Der Robert am Start jetzt oder was war? Achso, Online-Zugang hat er gemeint, genau. Mhm. Braucht aber lang, der Kollege Robert. Ich weiß gar nicht, wie funktioniert das denn mit Online zu machen. Schon wieder verpennt. Ich auch. Ich war am 10. Platz gestartet, ciao. Torben, zum ersten Platz. Alles klar, Robert, gut. Nach der Runde geht's, machst du dann mit auf jeden Fall. Schreib doch. Nice. Da wär ich gleich am Start. Achso, schreib noch deinen Freundschaftscode rein, deinen 12-stelligen. Hab ich schon gemacht. Hat er hat schon bestätigt. Ja, schreib mir auch mal den in den Chat, Robert. Mann. Achso, ja, wir sind im Discord, genau.
Wieso hast du keinen Discord, Robert? Du kannst ja entweder als Stimmungsspieler mitspielen oder kommst ins Discord rein. Genau, der hat doch Discord. Also, einfach bei mir auf Mayday. Du hast mich angerufen, gell, Stefan? So war's. Aber man könnte ja dazu holen. Ja. Kann theoretisch stimmen. Kannst du es gerade probieren, oder? Wir können aber auch einfach den Kanal wechseln. Ich muss mich erstmal adden. Ich brauche erstmal die Freundesnummer. Entschuldigung, Jesse abgeknallt. Robert schon geedet, ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht, ich der erste Freund, glaube ich, in meiner Switch. Freund ist los. Wieso bin ich? Robert, jetzt komm, Freundescode, gib ihm, los geht's. Die Runde ist vorbei. So. Vorschläge, Online-Spieleinladungen, beliebte Freund hinzufügen, Freundescode. Jetzt brauche ich deinen Freundescode. Stefan, komm mal bitte schön in die Dings, in der allgemeine Sprachkanal. So, jetzt bin ich wieder da, oder? Genau. Ja, bin da. Sag mal. Wie sieht das wieder check, ey, wie man denn die ID rauskriegt? Was für eine ID? Also wie ich jetzt heiße, oder wie machen wir das? Der Robert kann ja einfach hier normalerweise... Wir können ja dann joinen einfach uns. Geht ja ganz stimmt. Easy. Habt ihr Freundschaftsanfrage geschickt? Ist raus. Und dann kannst du einfach nachjoinen. Redest du vom Discord oder von was redest du? Ich rede gerade von Discord. Discord geht ja einfach in deinen allgemeinen Channel, da kann ja jeder rein, wo wir jetzt sind. Ja, genau, genau. Oder? Ah, ja, klar. Ja, genau. Deswegen passt ja eigentlich alles. Dann passt alles. Alles klar, er holt sein Headset. Stimmt eigentlich, weißt du, was ich auch hätte machen können? Was? Mein Headset am Telefon anschließen, am Handy und in Discord mit dem Handy rein. Ja. Ne, und dann hätte ich auch im Fernseher zocken können. Ich hab gedacht, dass ich es dir vorher gesagt habe eigentlich, aber wahrscheinlich habe ich es nicht gemacht. Ich kann das sagen, ich habe es nicht geklickt. Ey, was für eine Scheiße, warum mache ich immer den gleichen Fehler? Weil orientalische. Ja, was machst du denn? Hallo? Hallo, ja. Ja, servus, Robert. Hi, Robert. Grüß dich. Hört ihr mich gut? Ja, ja. Sehr gut sogar. Perfekt. Ihr schallt halt nichts, ne? Nein. Man hört keinen Schall, okay, weil den Schall hört man normalerweise bei mir immer im Teamspeak. Das halt richtig abgefuckt ist, aber wunderbar, perfekt. Gut, ja. Ich hab halt. Ich muss halt immer umswitchen, ne? Ich hab halt nur einen Bildschirm, ihr habt ja 10 Bildschirme. Du siehst es, wie ich hier Mario Kart zock. Ich zock im Handheld-Modus und bin an meinem Schreibtisch. So. Also, so viel Bildschirme habe ich auch nicht. HDMI 1. Ich habe einen Fehler bei der Datenübertragung. Halleluja. Das läuft. Dann gehe ich ins Hauptmenü zurück, oder Mayday? Moment, Freund hinzufügen. Du hast eine Freundschaftsanfrage. Mayday? Ja, jetzt, Moment, sorry, ich habe gerade den Fernseher umschalten müssen. Jetzt, Moment, was ist das? Dann gehe ich ins Hauptmenü zurück, oder? Ja, genau. Und dann wieder auf regional, oder? Ganz normal. So. Ja. Ich hab dich jetzt schon. Dann join ich dir. Ja, so hört man sich jetzt das erste Mal, würde ich sagen, ne? Ja, stimmt, Robert. Ja, tatsächlich. Muss ich eigentlich, auch gerade aufgefallen. Bevor ich hier weiterklicke,
Muss ich dich irgendwie auch bestätigen, Freund hinzufügen? Kann ich mal Robert einladen in meinen Ding. Achso, nee, wir sind schon jetzt befreundet, oder? Wo ist denn der Robert? Ich hoffe. Wie heißt du denn bei Dings? Auf Nintendo. Stefan sehe ich hier, also dich sehe ich ja gar nicht. Warte mal. Nee, du musst starten, Mayday. Weil du hast einen schlechten Score. Wenn ich starte, dann haben wir voll die Pro-Game-Lobbys. Das Problem ist, dass ich ihn gar nicht sehe in meinem Profil als unter Freunde. Oder bist du? Robert, ich sehe dich gar nicht. Ich auch nicht. Warte mal, doch jetzt. Wie ist denn dein Name? Okay, Moment, ich glaube, dann muss ich dich, Mayday, nochmal hinzufügen. Das ist ja das Wichtigste, dass wir das mal hinkriegen, bevor wir uns im Spiel suchen. Okay. Freund hinzufügen, gib mir mal deinen Freundschaftscode, Mayday. Habe ich dir geflüstert? Ah, okay, ach so, ja klar. Genau, muss ich am Handy mal schnell hier. Aber siehst du doch, oder? In Twitch, nein. Ah, da ist er. Okay. 0886942. Ah, Bibi schreibt. Hast du gesehen? So hört sich also Robert an. Ja. So, ich hab dir jetzt was gesendet. Mhm. Ja, das ist Robert live. Live on stream, Bibi. Kannst du Bibi Grüße sagen, Robert? Er hat auch eine Moderatorenstimme, also. Okay, Bibi. Passt. Jetzt müsste halt Bibi noch mitzocken, das wäre doch ein Ding. Ja, genau, Bibi. Hat, glaube ich, gar keine Switch, oder? Doch, der Gabriel hat eine Switch. Schau mal, ja, dann gib ihm. Ja, oh, nee, die sind halt nur ein bisschen teurer. 700-800 €, das geht schon. Was denn? Die Switches, oder? Was kosten die momentan? Die sind doch auch scheiße teuer, denke ich mal. Was? Echt? Nö. Oder alles. Die waren halt richtig teuer. So, macht jetzt hier den Server? Mayday, starte mal. Genau, Moment. Dann auf Online-Turnier 1 oder 2? Du musst ja auf Online-Turnier 1 Spieler. Ja, genau, richtig. Ja. Und dann Freunde und Mitspieler. Warte mal kurz, und dann musst du auf Mayday und dann mitspielen. Geht es überhaupt noch? Das ist die Frage, ob du den siehst. ja, ich sehe ihn, wunderbar. Okay, super. Also, und dann auf mitspielen, genau. Du bist beim nächsten Rennen dabei. Ja, auch noch kurz. Sind wir jetzt alle im Rennen oder nicht? Nee, noch nicht. Boah, ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Aber das stand bei euch auch gerade drin, oder? Du bist im nächsten... Ja, ich weiß nicht, ob ich gerade Scheiße gebaut habe, Leute, ganz ehrlich. Also, ob wir jetzt alle drei in dem gleichen Rennen sind, keine Ahnung. Doch, sag mal, ich bin dir beigetreten. Wir müssen bloß jetzt warten, bis die Runde fertig ist. Okay. Ich bin da wieder klar. Da, ich muss kurz. Hä? Was du bist. Alles klar. Komm gleich wieder. Du bist auch beigetreten, Robert, oder? Ja. Ja, aber irgendwas. Toads Hafenstadt steht bei mir. Bibi, ja, wir spielen jetzt auf der Switch. Rein theoretisch könntest du auch. Es mitmachen. Sind keine Plätze mehr frei. Wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Ach so, egal, dann geh ich auch raus. Wir wollen ja schon zusammen. In irgendeinen Scheiß beenden. Das finde ich aber auch komisch, warum ist das so? Wenn wir zu dritt uns anmelden, dann sollte doch der Server uns drei in einen... Ausschließlich uns drei, genau. Genau, so muss das eigentlich funktionieren, das verstehe ich nicht. Das war so ein paar Mal der Fall, dass die uns getrennt haben, das finde ich echt Schwachsinn. Genau, also einer muss halt den Raum erstellen. Und ihr beide habt bis jetzt einen Raum erstellt, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Also ich bin ganz normal auf Turnier gegangen, auf Regional meine ich. Ich bin bei Mayday drin. Ich sehe es auf FLX Juli, gucke ich auch zu. Ja genau, aber der Robert nicht, oder? Robert sieht so, dann spielen wir quasi. Nein, wir warten gerade. Ja, wir warten gerade noch, bis das Spiel startet. Ja, ja, aber wollen wir noch mit irgendwelchen Fremden noch richtig spielen, richtig. Oder nur zu dritt und nein, Computergegner? Nein, gegen Online-Gegner. Ach so, das ist ja der Gag. So, weil Bots sind ja langweilig, weißt du? Das ist ja ein Witz. Wir drei gegen den Rest der Welt, so haben wir gedacht. Ach so, okay. Dann war das ja eigentlich schon richtig, was ich gemacht habe. Ja, das hat schon gepasst. Ja, genau, jetzt kann man halt irgendwas aussuchen hier.
Boah, Schluck auf des Todes, ey. Jesus. So, jetzt geht's, glaube ich, los, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich hier. Wie heiße ich überhaupt hier im Spiel nochmal? Oh, Robert MBG, oder? Wollen wir gleich sehen. Bibi sagt, trink was. Ah, genau, Stefan. ETH ist die Abkürzung, ist die Währung für Ethereum. Genau. Ja. Genau, und das Zweier ist sozusagen nochmal so ein System-Update mit weiteren Funktionen, wo halt gewisse Smart Contracts drin sind, Kanalgebühren, also das Gas halt wegfällt oder weniger wird. Und das alles gibt's ja bei ADA jetzt demnächst nicht mehr. Naja, also ich stand jetzt, bin ich circa, ich glaube, was ist 7? 7.500 plus. Oh, nice. Und jetzt haben wir die Dings da, die. Bibi, nee, er redet von Ethereum. Die Bitcoin, von der Kryptowährung. Ich habe Kultur gehabt, aber jetzt. Bin ich jetzt eh gleich vorbei. Nice. Oder lege ich schon vorbei, das heißt ja. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt noch fährt. Scheiße. Du bist Bob, oder? Oder? Ah ja, genau, Bob, wie man das heute habe ich so heiße ich hier. Wie Bob. Ah, schade. Also ich persönlich war halt echt immer mit dem Original Nintendo Controller und mit dem Pro eigentlich seltener. Das ist richtig selten. Deswegen bin ich halt gar nicht eingespielt. Der ist halt schon ziemlich geil, aber naja. Ja, Gewöhnungssache, weil die Sticks halt sich weiter bewegen lassen. Hey, meine Nase juckt! Was soll denn das, Mann? Die ganze Zeit juckt meine Nase, ey. Ich kann nicht kratzen. Zum Pollen seit 3 Tagen. Oh Mann, ey. Pollen und Haselnüsse oder sowas. Ja, das ist super. Ich bin jede vor der Allergiker, ey. Ja, ich auch. Nasenjucken des Todes gehabt. Boah, das ist so übel. Wenn man sich nicht mal in die Nase fassen kann, ey. Dann schon, beschaut auf den 12. Platz dann. Ja, ich bin sowieso die ganze Zeit so schlecht. Kann ich mir es gar nicht erlauben, mir an die Nase zu fassen, ja? Leider. Bin so übel schlecht in dem Game. Bin selber schuld. Robert, ich hätte das mal viel öfter zocken sollen. Ich bin gerade Viertel. Ja, ist halt auch die Hardcore-Gamer, nicht so wie ich. Oh, es ist übel. Ich hab seit Sommer nicht mehr gespielt. Wenn du noch nicht hinein wie du isst, esse ich dich. Ah, da ist ja ein Chat hier dran. Yes. Ach was, Mann. Ach was. Dritter. Siebter. 1 Meter vom Ziel, ey. Eieiei. Eieiei. Meine Hose. Abschneide. Ja, am Sonntag war das am Sonntag, als Monte voll ausgetickt ist, als er 9 Mal hintereinander Pilze bekommen hat. Was? Ich glaube, das war davor. Jetzt oder? Am Sonntag, oder? Und gesagt hat, er spielt halt nie mehr Mario. Ja, das kann. Stimmt, das war glaube ich am Sonntag. Das ist durchgedreht, gell? Aber mega, da spielt er nie mehr Mario Kart um Geld auf der Switch. Ja, genau, das hat er gesagt. Ich wusste gar nicht, dass sie um Geld spielen. Ich habe mir eine halbe Stunde angeguckt und der hat echt. Nonstop fast die ganze halbe Stunde nur Pilze gehabt, also ich wäre auch durchgedreht. Ja. Wenn du halt echt immer nur Pilze hörst. Das ist schon ein bisschen strange, gell? Echt? Das Controller kaputt gemacht, gegen alles gehauen. Irgendwann ist das Aquarium hinter ihm im Arsch. Ja, Mann. Ich wollte mir heute unbedingt Donuts kaufen. War aber viel zu spät beim Aldi und dachte mir, scheiße, ja gut, dann fährst du halt schnell zu Norma und holst dir so einen Milka-Tender-Ersatz. Da kosten 6 Milka-Tender von der Norma nur 99 Cent. Anstatt 2,50 oder so. Was? Ja. Und die schmecken original halt wie Milka-Tender. Saugeil. Ja, cool. Bibi, hast du gehört? 99 Cent, klar ist das jetzt. 5 Stück. 6 Stück. 6 Stück, oha. Und wie heißen die nochmal, Robert? Sorry. Die heißen Rolo, ich sag, nach der Runde sag ich's dir. Ja.
Die gibt's in Schoko und in, ja, in Milchschokolade. Und Milchschokolade ist tausendmal besser als Schoko. Alright. Ich bin meine Donuts haben, aber... Ich hab wieder Nussknacker für mich entdeckt, Leute. Kennt ihr das? Nee, ich muss. Was? Was? Stefan, du kennst Nussknacker nicht. Sagt mir irgendwas, aber ich komme gar nicht drauf. Das ist die Aldi-Schokolade mit ganzen Haselnüssen. Das ist der Oberknaller. Ach, die grüne. Ja, Mann. Was? Grüne? Nee, rote. Nee. Die gibt's aber auch nicht. Sind das so einzelne Schoketten, oder? Nein, das ist eine ganze Tafel. Schoketten ist wieder was anderes wahrscheinlich. Und das sind wirklich ganze Haselnüsse. Also jetzt nicht so wie bei der Milka. Ja. Nussknacker. Ja, die sind ziemlich. Doch, kenn ich. Ziemlich ja, geil, ey. Kommt hier auch so langsam. Leute, probiert das mal wieder. Ihr dreht durch. Das ist so geil, weil das nicht so süß ist. Ja. Also, ich bin jetzt nicht so der Fan von Haselnüssen oder von Rosinen in Schokolade. Oder von Trauben oder so. Ah doch, da stehe ich voll drauf, Mann. Trauben geht immer. Baby, wie beste, sagt sie auch. Mag ich nicht. Aber ich muss aufpassen, ich habe schon zwei Tafel verdrückt. Hintereinander, also jeden Tag gerade eine Tafel, das ist nicht gut. Oh, echt jetzt? Ja? Sonst kommt wieder die... Weißt du ja. Pro Tafel 100 Liegestütze, ne? Schon klar. Ja, oder... 100 mal kauen, je nachdem, wie was nimmt. Nein, ich hab einfach wieder Bock gehabt nach so langer Zeit. Egal. Ich passe ja trotzdem auf. Alter. Normalerweise bin ich halt echt immer Erster, aber hier mach richtig ab. Immer Erster, was geht bei dir, Robert? Ein Profi oder was? Elfter. Nein, so knapp. Kotzt mich so an. Das Game kotzt mich so an, ey. Schon wieder Elfter, Mann. Oh, Stefan Beste. Hä? Was meint die Bibi mit Oh, Stefan Beste? Ach, ich kann ja mal den Stream ja auch. Das sind zwei, sie hat das ja zweimal geschrieben. Das Beste ist, glaube ich, mit Schokolade, was sie gemeint hat. Dann kann ich aber Nussknacker mitlesen. Beste. Echt peinlich, was ich hier abliefer. Aber egal, ich will mich jetzt gar nicht beschweren hier nach 2 Jahren. Also ich muss auf jeden Fall den Controller wechseln. Aber auf jeden Fall können wir öfters mal zu dritt spielen. Ja, das können wir machen. Hätte ich auf jeden Fall, ja, richtig. Ja gut, jetzt habe ich mal wieder 12 Monate freigeschaltet für Zwanni. Genau, das. Ja, das muss ich ja rentieren, ne? Hm. Boah, überleg die ganze Zeit wirklich ernsthaft, Leute, ob ich mir noch einen Kaffee rausziehe. Oha, ich trinke gerade hier wieder meinen Entwässerungstee. Bibi, das kostet 20 Euro im Jahr, dass man online zocken kann. Das ist wie bei der PlayStation Plus Mitgliedschaft, nur ein bisschen günstiger. Du musst es halt echt doch öfters mal spielen, damit sich's lohnt, ne? Ja, das stimmt. Ja, aber das kann man ja eigentlich immer online zocken, unabhängig. Ja, aber alleine gegen... Alleine, ja, ist nicht so witzig. Jetzt gar nicht. Ist jetzt so toll, gell? Wieder Pilze, okay. Und kein Geschenk. Jawohl. Ach Mann, ey. Wie kann das sein? Ich hab Bananen und die fremden mich an.
Boah, der Stefan ist voll ausgerüstet mit Bananenschalen. Ich glaube, ich kotze. Oh ja. Boah, es ist übel. Zehnter Platz, ey, jetzt kann man nicht aushalten. Mayday ist drin, den sehe ich gerade. Was? Der ist vor mir. Mayday ist auch vor mir. Ich habe drei rote, ich habe zu Glück. Ah, das sind meine rote, jetzt habe ich null rote, geil. Ach was! Und dann genau so das. Ey, das kotzt mich so an. Hau ab, ey. Shit. Och man, es war die 8er, weil die uns scheiß drauf. Und der Wichser klaut mir mal nicht. Komm schon. Sechster. Ja, endlich mal. Achter. Ja, wir können ja auch nur zu dritt gegen Computer spielen. Ah, nee, oder? Nee. Ist auch eine Idee. So langweilig, ey. Ich finde schon viel besser, wenn Leute mitmachen, weißt du? Da kannst du ja auch ein bisschen messen, finde ich. Bots sind einfach scheiße, ey. Ja, so Bots auf schwer. Ja, genau. Die heißen Rolino. Dieser Tinder. Tinder. Geil. Aha. Wie heißt das? Die Tinder-Schokolade. Dingsterbumster. Tinder. Tinder, nicht Tinder. Tinder. Ja, 6 Stück, 99 Cent. Schmeckt original. Was ist das? Rollo, oder was? Hier. Wie war der Name? Rolino. Mit 2 L? Richtig, ja. Von der Norma. 99 Cent. Oha, ich seh's. Sieht ja komisch aus. Hey, das ist Frischkäse. Ach, seht. Boah, Frischkäse geil. Drin. Nee, das sieht echt geil aus. Echt geil. 99 Cent. Hammer. Das Geschenk. Ja, unsympathisch. Sagt auch Mario Kart hat halt 15.000 Zuschauer. Ja, gut. Er hat 15.000 mehr wie ich. Und das will ich die Geschenke hier glauben. Alter. Ja, aber wenn du zu viel von dem Zeug frisst, das geht einfach nicht. Kein einziges Geschenk die Runde, ne? Das war's falsch. Unglaublich. Trifft ja wie ein junger Gott, aber. Oh man! Wieder kein Geschenk. Ohne Geschenk Fünfter. Ja, da kommt ja gar nichts, ey. Wo sind denn die ganzen. Eine kommt down. Ja, jetzt aber. Ja, Bibi, was meinst du, was kostet Geld? Die Online-Mitgliedschaft. Zugang. Ich wusste nicht, dass man da zahlen muss, wenn man online zockt, aber ist halt so. Kostet alles Geld leider. Im Gegensatz zu dem ganzen Müll, was man sonst so ausgibt. Und sich kauft, ne, ist das. Ja, das stimmt schon. Warte, wie schnell ist der bitte? Hey, was? Hä? Ah, das ist meine Figur langsam. Meine Figur ist sauber. Die Nadine, die fährt
mega krank schnell an mir vorbei. Gar keine Chance, da hinterher zu kommen. Jesus. Hey, Mann. Ein Moped fährt wieder. Oh. Komm, jetzt gönn irgendwas. Hier steht der Gönner. Ein Pilz, ja geil. Genau, jetzt trifft mich noch die Rote, mich wieder Achter. Die Achter. Ja, zwei da innen. Sechster. Naja, gibt's Schlimmeres. Ja, ist schon ein kleiner Unterschied, ob man nur zuguckt oder halt selber zockt. Was sagst du, da schau ich lieber zu. Das stimmt. Also die Switch war halt echt auf 0% Akku und die braucht halt echt 10 Minuten, damit sie überhaupt mal startet. Wobei, ich könnte ja oder Wechsel machen. So, los geht's. Das ist ja auch eine coole Strecke. Zum psychedelisch, aber. Ja. Nice. Okay, Baby. Echt up to date und alles. Ach, okay. Was, ey. Betrug. Nee, folgst da? Also auf jeden Fall der Cardano-Organisation. Die stehen ja auch aus drei Organisationen. Den Founder, Charles Hoskinson. Grundsätzlich. Elon Musk natürlich auch, SpaceX natürlich auch, Tesla an sich jetzt nicht, dann auch halt ein paar Streamern. Also hier Nisa und TV zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, der Nisa bestimmt. Oh mein Gott. Und naja. Ich hab noch gar keinen Twitter-Account nie gehabt. Hab ich auch nie gebraucht, aber so bekommst du halt alles sofort mit, ne? Und Twitter ist halt auf Übersee extremst beliebter als Insta oder Facebook oder so, ne? Und vor allem, Freedom of Speech ist ja in den Staaten richtig, richtig groß geschrieben. Deshalb ist auf Twitter auch deutlich mehr erlaubt. Also sprich, auf Twitter darf man eigentlich alles, gell? Was man sehen kann, was man schreiben kann. Twitter, ne? Wegen der
wegen dem Freedom of Speech entstanden. Also Meinungsfreiheit ist halt dort extrem groß geschrieben. Mhm. Ob das jetzt gut ist oder nicht, naja, wenn sich jeder als Hitler anziehen kann und dort auf der Straße rumlaufen kann, ist jetzt nicht gut. Aber tschüss Anna, gute Nacht. Hey Anna. Danke dir und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Genau. Ja, gut, aber grundsätzlich halt so für die Nachrichten und damit ich selber mal check, wie das aussieht, wie das funktioniert, habe ich auch mal selber mal was getwittert. Oder sogar jetzt dreimal was getwittert. Mhm. Das siehst du halt echt, siehst du halt echt, Leute, also wie oft dein Bild gesehen wurde, aber du siehst nicht, wer alles dein Dings, doch, das siehst du schon, wer alles dein Bild zum Beispiel geliked hat. Mhm. Ja, grundsätzlich nur wegen Nachrichten. Da geht es ein bisschen weniger um Selbstdarstellung wie bei Insta, ne? Hier geile Urlaubsfotos und so weiter und so fort. Ja. Mehr so um, ja, Meinungsäußerungen und News und Nachrichten. Nee, ich war die Querdenker-Party bestimmt, ja. Gibt's, kannst du mit Sicherheit auch geben. Kannst du auch geben. 10.10.10. Komm. Du. Nein! Ich klatsch genau gegen den Baum, das kann doch gar nicht sein! Also echt! Weißt du, wenn wir jetzt im Wald wären? Ne, wir sind am Strand. Wir sind am Strand und ich klatsch gegen den Baum. Ja, dann mach das doch nicht. Hast recht. Kann ich gar nichts sagen dagegen. Oh, einer von Blau. Ich bin richtig froh, dass ich das Game nochmal bestellt habe, Leute. Macht schon mega Spaß. Mario Kart Beste auf der Switch eigentlich. Montana hatet's voll, gell? Leider. Auf der Switch. Was? Er hatet das Game voll auf der Switch. Er sagte, auf der Wii U war das der Hammer. Ja, ich. Ja, so die Aussage. Echt fürs Gesicht. Ja, ey. Also meiner Meinung nach ist er halt irgendwo ein Stück weit halt in seiner Vergangenheit hängen geblieben. Das war früher so, das war früher ja, so, ja, und jetzt stimmt. Ist es so, jetzt ist es scheiße. Früher war man stimmt, war Call of Duty so und so, jetzt ist es so und so, und alles ist scheiße, weil es früher einfach war. Also sprich einfacher war, und jetzt ist es halt doch ein bisschen schwerer. Also meinst Angst vor Veränderung, oder? Ja, sowieso. So, der kommt mit Fernung gar nicht klar. So wie halt ein Rentner schon, der halt nicht imstande ist, halt irgendwas Neues zu lernen oder sich anzupassen. Ja. Schade eigentlich. Ja, das so Hören ist halt schon so durch, ne? Mhm. Schätze ich mal. Durchgekifft. Ach was? Das glaube ich nicht. Also ich glaube eher weniger durchs Kiffen, eher wahrscheinlich durch das ganze Dauerkoks. Beim Koks hast du wahrscheinlich 80% nur hier Rattengift und so ein Streck. Ja, Mann. Echt so. Und das ist, ja. Und dann, wenn du dort im Chat, also ich habe ja mir nie einen Sub geholt bei dem, nur immer nur geschenkt bekommen. Aber wenn du dort was reinschreibst, von wegen, ja, Mimimi oder so, wirst du sofort gebannt. Oder getimeoutet, schätze ich mal. Nein, ich wollte mein Auto auswählen. Fuck. Zu spät mal wieder. Ja, aber so Super Nintendo war es natürlich auch einfacher wie auf der Wii U, ne? Ja, klar, also. Dann kommen die halt nochmal 20 Jahre älter sind als er und sagen, ja, auf der Wii U ist eigentlich voller Schmutz, weil das auf dem, oder auf N64 zum Beispiel. Genau. Alles drüber ist Schmutz und ist scheiße und bla. Also, das ja. Mit so einer Einstellung. Im Endeffekt ist es auch nur seine Meinung.
Weißt du, mehr ist ja auch nicht. Take it or leave it. So denkt er halt. Wow, auch eine sehr schöne Strecke, muss ich sagen, hier an der Stelle. Ich wiederhole. Der ist tätiger. Boah, alter Schalter. Und die fährt sich ja mal übel geil auf dem Asphalt. Was halt auch übelst geil ist, ist, wenn du in Stand bist. Mhm. Und dabei noch driften kannst. Eher auf Beschleunigung sitzt oder eher auf Grundspeed? Ich habe einfach irgendwas zusammengebaut. Ich habe gar nicht geguckt. Ich auch nicht. Ich habe übel schlechtes Auto, ist mega langsam. Also das Auto von mir ist, ich habe das erste gleich genommen, das ist echt ein Shit eigentlich. Ich wusste gar nicht, dass die unterschiedlich schnell sind, die Autos. Okay. Macht schon was aus mit den Reifen, Fallschirm, was für ein Auto, was für ein Männchen. Krasser Scheiß, wusste ich echt nicht. Ja, ne. Mhm. Grundbeschleunigung oder halt ob du besser driften kannst, sprich besser einen Boost bekommst und ja. Mhm. Kommst halt bei jedem guten Drift, den du loslässt, einen Boost, bei jedem Sprung bekommst du einen Boost. Also wenn du dann mitnimmst. Ja, das spielen wir für die Miniräder. Ja, ja, die sind eigentlich nicht so für die. Ah, Alter, genau da kommt die Rolle raus. Bitte. Bei mir ist alles auf Boost ausgelegt. Hm. Nein! Das ist ein gutes Fahrzeug. Ach Mann, ey, das kann doch einfach nicht sein. Ich bin hab 11 da, ey, unglaublich. Krass, das ist Dritter geworden. Ich dachte, die Runde ist. Was? Fünfter, ich war. Ah, ganz der Dritter und dann. Ja, du warst die ganze Zeit vor mir und dann habe ich dich angerampelt. Danke. Ach, du warst es. Ja, du hast mir ein bisschen Speed geschenkt und dann. Ja. Ja, super. Oh, oh, was ist jetzt passiert? Switch? Nicht Term? Ah, ich bin noch da. Gut. Das ist beschrieben. Hä? Komm, Controller. Shit. Muss ich wohl mit dem Pro spielen. Funktioniert das wohl nicht. Kiri, alles klar? Los. Ich glaube, einer von den Neo-Followern hat mich wieder entfollowed. Das war wahrscheinlich zu krass, der Wechsel. Von Neo auf Mario Kart. Das könnte sein. Einfach Mario Kart ein paar Minuten zum Abschalten mitgucken, ist super entspannt, finde ich. Hey Robert, Nioh 2 hat mich ja auch genauso fertig gemacht. Ich bin bei Nioh 1 wahnsinnig geworden. Das ist ja nicht mehr normal. Wer ist Nioh? Nioh, das Game. Achso, ja, okay. Absolut krank. Also, nee, zu pervers, wirklich. Noch nie mal im Leben habe ich so ein schweres Spiel gespielt. Ich habe, glaube ich, 6 Stunden gebraucht für den Boss oder länger. 8 Stunden. Ich habe auch gelesen in den Foren, also die anderen zocken es auch so 4 bis 5 Stunden an einem Boss. Das kann ich halt vergessen, ey. Das ist ja wahnsinnig, Mann. Macht doch keinen Spaß mehr irgendwann, ey. Ich hole mir vielleicht ganz auf Bundy ab und zwei. Kommt ja als Remaster jetzt raus. Ich habe mir das Demon's Souls geholt, das war, glaube ich, nicht so klug, aber. So,
Generation. Ja gut, ja. Ich bin jetzt auch nicht so hardcore upgrade. Ja, für die, auf der PlayStation 5 ist das. Jetzt trotzdem anzocken und schauen, ob man spielen kann. Viele haben es schnell wieder verkauft, weil es zu schwierig sei. Mal schauen wir mal. Diese Julia, ne? Die fährt ja wie eine Göttin. Die ist immer vorne. So, bin ich jetzt farbenblind oder war das gerade ein blauer Pilz? Gibt's sowas? Blaue Schildkröte, oder? Ja, die blaue für den ersten. Ach, blaue Schildkröte war das. Ja. Schon eine blaue Panzerschildkröte. Die snackt dich halt auf. Sacken. Eben auch Pikmin. Och man. Ganze Runde verkackt. Ach was, ey. Scheiße. Geschossen und dann Vierter. Wenn ich von dir überholt und die hätte ich dir. Achter, ach Gott. Genau, da wollte er mich abschießen, Robert. Guck mal, so ein Ehrenmann. Hätte ich dir ins Puppeloch schieben können. Passt nicht rein. Ist Einbahnstraße, mein Puppeloch. Einbahnstraße. Gell, Kiri. Verkackt nur wegen dem Controller, aber egal. Kleine Maus. Hallo Kiri, hallo. Bam, bam, bam. So, B-Land, bäh. Kiri, wenn du jetzt meine Switch umschmeißt, weißt du ja Bescheid. Kannst du eine Zahl von deinem Taschengeld? Ich gibt dir dass die Switch 4K rauskommen soll, aber. Mhm. Ach, da warten wir noch bis zum Jahresende, Leute. Julia hat aber voll einen schlechten Score. Alles wegen Router 1000. Jawohl, grad 7. und schon wieder 11. Herrlich. Oh ja. Das hat sich so schnell in den Game. Ja. Das hat ein Fun-Game. Hatte ich. Darf man nicht zu ernst nehmen, ey. Außer du spielst halt wieder. Oder um Subs. Oder um Bitcoins. Ja, das. Wenn Monte und Bitcoin spielt, ne, und er bekommt 9 Pilze, ich glaube, der zerdrescht da sein Aquarium. Naja, auf jeden Fall, nächstes Jahr, wenn ich hier mein Krypto auszahlen kann, nehme ich mit mein Smart und hol mir safe die 30 Euro, egal was das kostet.
Haben wir vorhin schon davon gehabt, wenn wir eine Idee auch holen. Ja, ich will es halt wegen der VR holen. Aber wenn sie ganz normal verfügbar ist, dann wird sie auch nicht mehr ganz so teuer sein. Vermute ich mal. Ich denke mal, es reicht eine 1060, was ich zum Beispiel habe. Also, sowas braucht echt nicht viel Power. Ja, 3070 überdimensioniert. Zweiter Klasse. Vierter, wow. GZ. Ohne Witz, du. Tut auch mal gut. Was habt ihr denn an Punkte? Stimmt, 1660. Pro Gamer. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, dann habe ich mal eine richtig gute Grafikkarte und das. Dazu, dann brauche ich auch nochmal einen richtig guten Monitor, weil ich habe ja hier ein fettes Input-Lag. Für Mario Kart reicht es ja, ne? Aber 40 Millisekunden Input-Lag ist halt zu heftig, ne? Das reicht ab und zu sich bei Diablo 3, ja, sich das. So ein leicht verwischtes Bild. Bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, dass man die mal regulär kaufen kann im Laden. Ja. Das weiß keiner, aber ich denke, es dauert noch ein Jahr. So. Solange der Bitcoin so hoch bleibt, wird es auf jeden Fall unkaufbar sein. Ja, das ist so eine geile Strecke. Sommer, ja. Ich kann mich gefühlt an gar keine Strecke mehr erinnern, das ist echt verrückt. Was? Ja, was denn hier? Ich hab das auf jeden Fall auf der Wii U gezockt und da war es doch. Eigentlich sind ja die Strecken gleich, gell? Viele, ja, es sind auch einige neue dabei. Deswegen. Ja. Ein Drecksack kommt, der andere geht. So ist es in dem Game. Also ich finde persönlich drei Runden bei so einer Anzahl von Leuten halt echt zu wenig. Shit, Mother! Müsste halt so 6-7 Runden laufen. Damit die von hinten oder aus der Mitte vielleicht noch eine Chance hätten. Bei drei Runden ist drin, ist, hast du gar keine Chance mehr. Stefan, du musst jetzt mal die Elgato rauslassen, hey. Gibt's doch nicht, der Mensch. Ist das so ein fetten PC? Ja, muss man überlegen. Ohne gibt's bei eBay Kleinanzeigen so mal ein durchschnittliches Angebot. Stimmt, hey. Wenn du 100 Euro bereit bist, kriegst du auf jeden Fall eine. 100 Euro war ja von einem halben Jahr, oder nicht? Jetzt wahrscheinlich mehr, oder? Ah, gibt's schon. Auf eBay Kleinanzeigen kriegt man schon immer wieder. 100, ja, 100 vielleicht nicht ganz, aber. Vielleicht schafft man es ja mit Verhandeln und so, keine Ahnung. Ich glaube, es war immer letzter Preis. Was ist letzter Platz? Sechster Platz, Bass. Elfter Platz, Alter, bin ich scheiße. Alter Schalter, bin ich schlecht. Unbelievable. Ja, noch so 2 Stunden spielen ist mal wieder einigermaßen drin, denke ich. Trau noch ein bisschen. Kommt langsam, gell? Ja, auch ja, ja. Ich müsste ja eigentlich rausgehen. Dann bin ich mit einer
Ja, ich. Wie mache ich das jetzt? Den zweiten Controller als ersten irgendwie einfügen. Kann schon irgendwie machen. Im Hauptmenü. Müsste ich da nicht rausgehen? Unten auf. Nee, ich glaube nicht. Einfach nur auf Controller und dann griffweise Reihenfolge ändern. Genau. Schön, dass da immer wieder Leute vorbeischauen. Ich bin ruhig ein Follow da lassen, Leute. Das wird mich frei. Hey, was geht? Vaters Gesicht. Ja, servus. Alles gut, ey. Bist du Mario Kart? Vaters Gesicht. Servus. Bist du Mario Kart am Start hier, weißt du? Deine Mutter sei Gesicht. Vaters Gesicht. Geiler Name. Nicht schlecht, ja. Da gibt's doch so einen Film, Deine Mutter sei Gesicht. Kennt ihr das? Ja, super, Mensch. Jetzt geht's los, hey. Welcome to my stream! Danke von Follower, Kuss geht raus, freut mich. Warum stellen wir weg beiseite hier? Was geht? So Mario Kart am Start. Geh ich voll ab, ja? Hiu! Ne, warte, ohne. Ah, fuck. Detonation. Ja, hier geht's ab. Bin nur am Abkacken. Dachte eigentlich, dass ich immer Platz 1 mache, aber dann weiter. Aber ich merke schon eine leichte Steigerung. Im Vergleich zu den vorherigen 2 Stunden, oder Stefan? Hello. Ja, ich bin gerade am Raten. Irgendwie weißt du, ich bin. Ich hab 2 Stunden. Ich hab schon. Ich denke mir schon, dass ich dich kenne. Also ziemlich vertraut, ja, ziemlich vertraut kommt mir ne, das Gesicht drüber, aber wer ist das? Aber das ist ja schade. Nee. Du hast mir glaubt. Mina! Ach was! Hat eigentlich Alex also, Ego-Steine. Mit Mina meinst du Amina, oder? Nee. Wie kommst denn du auf mich? Das ist ja witzig. Der will sich aber mal eine holen. Ja, Stefan, ich glaube, das ist Amina. Welche Stimme, Amina? Eine Bekannte, eine Freundin aus Enzingen. Ach, wenn sie es ist, jetzt schauen wir mal, wird sie mir gleich beantworten. Oh nein. Wie geht's dir? Alles gut? Ey, der Name ist ja Ultra. Jawohl, Vierter. Ab geht's! Krass, der Scheiß voll verkackt, ey. Zuckerstücke. Ah, ja klar. Die kommt vom Micmac rüber. Jetzt hab ich's gesehen, Stefan. War das Gesicht. Hast du vielleicht ein Ding oder was? Nee, das ist Amina. Achso. Deswegen kommt sie kommt von Mickey rüber. Ich hab mir schon gedacht. Der Uwe oder so. Nein, Uwe ist El Patrino. Ah. Followt mir auch schon. Ups, ich hab schon wieder verpennt. So, was hast du eigentlich für einen Akzent, Robert? Gar keinen, oder was? Dialekt meine ich, sorry. Dialekt, was laber ich denn? Nix Akzent, Dialekt. Merkst du das nicht? Bayerisch oder was? Dann Fränkisch. Fränkisch, ja. Ja, wohl ja. Genau, Fränkisch. Boah, ich hab hier noch so ein. Die Anna, die gerade drin war, ist auch eine Fränkin. So ein Sandwich aus dem Sandwich-Maker. Von heute. Okay.
Boah, Robert, das ist so eine gute Idee mit Backpapier. Das haben wir am Wochenende gemacht. Boah. Das funktioniert einfach so awesome. Genial, ne? Ja, das ist ohne Witz Nobelpreis gebührt hier eigentlich. Ich hab noch Dings, panierte Schnitzel im Schrank. Ja. Kein Putz mehr. Ohne Witz. Backpapier, ja. Was kosten es? 20 Meter, 99 Cent. Wenn es zu arg dreckig ist, neben wegschmeißen, neues drauf, bam. Ja. Nein, nicht die rote. Komm schon, Mann. Ich denke mal, ich fahre wie ein Weltmeister und dann gucke ich auf meine Platzierung 9. Ja. Ausprobieren. Ah, das war jetzt auch blöd. Die Kurve da Gas zu geben, aber so ist es halt. Also Driften ist eigentlich das Auto. Hey, Übung. Ich sag ja, das ist alles nur Übung. Oh ja. Das ist ein krasser Shit. Hab ich noch nie gehabt im Boomerang. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab doch ein Stück über dahin. Nein, tue ich nicht. Komm schon, gib mir was Gescheites jetzt. Jawohl. So, einer für den Clown. Ui. Komm schon, Mann. Yes, komm schon. Nein. Fünfter, super. Ist echt gut, für das, dass ich die ganze Zeit da bei 10 und 9 rumgedümpelt bin. Hey Bob, was war los? Bob. Hm. Oh Gott. Mayday 578 streamt Mario Kart 8, Nioh 2, The Complete Edition und Nioh. Genau, mega Kontrast, gell? Gegensätze halt. Sag mal, was macht ihr denn zu spät am Abend noch essen? Oh, nicht gut. Ich hab gegen... Ja, ist auch China-Nudeln von meiner Mutter. Ich hab gegen 16 Uhr gegessen. Das war's. Ich hab... Ah, Mann, ich hab so Bock auf Schnitzel. Weiter zu essen. Ja, ich hab schön Reis gemacht. Dazu Schnitzel. Boah, Schnitzel in so einem Sandwich-Maker mit nochmal Käse drauf. Boah, Leute, halt auf. Halt, Robert. Falsch. Korrigier dich kurz. Sandwichmaker. Sandwichmaker, ja. Was? Sandwichmaker? Ja, Sankreble, ich hab's was verkackt. Ja. Hab ich das neu erzählt, Mayday? Mein Kollege, der ist Afrikaner, aber die reden ja hauptsächlich Französisch. Mhm. Und der sagt anstatt Sandwich, sagt der Sandwich. Ja, klar. Geil. Das hat sich so kacke angehört. Ich muss mal voll lachen, seitdem sage ich auch immer Sandwich. Sandwich. Ja, bei Isa und mir hat sich schon voll eingebürgert. Ich sage immer Sandwich. Ich bin jetzt nicht einmal auf Blöd zum McDonalds fahren oder Burger King, weil wir seit Montag jetzt wieder hier die Ausgangssperre haben.
Ja, ja. Ausgangssperre. Wieder, ja. Die war ja kurz aufgehoben für eine Woche. Und dann, haben keine mehr in Barbie. Und dann kam das schöne Wetter, alle sind raus und zack, ist er von 68 auf 103, glaube ich, gesprungen. Ah ja, bei uns auch bald. Was haben die alle gemacht? Ihre Wiese rumgevögelt oder was? Also komplett Nürnberg, alle Parks, alles war voll richtig krass. Als ob es kein Corona geben würde. Jeder macht, was er will und dann wundert man sich. Kein Abstand, keine Masken, kein gar nichts. Gibt doch kein Corona, sagen die Querdenker. Das ist nur eine Grippe. Ja. Ist nicht Corona? Wo ist das? Kenne ich nicht. Schon nichts Schlimmes. Ja, das ist jetzt vorbei. Ja, ich denke, das wird hier auch wieder steigen. Es wird nämlich schönes Wetter. Also ungewöhnlich warm. Über 20 Grad und so Scherze, weißt du? Nicht mal im März. Und das ist schon heftig. Ich hab mich schon dreimal gesonnt auf dem Balkon. Ich war heute auf der Steintribüne in Nürnberg, wo der Adolf Nazi seine Reden hatte. Auf dem Zeppelin-Filter. Okay. Sagt euch das was? Nö. Aber ich hab die Bilder gesehen, dein Status. Was hast du da gemacht? Zeitziehen oder was? Ach, fuck off, ey. Ich war grad zweiter, ja. Leute. Und jetzt bin ich Zehnter, das kann doch gar nicht sein, Mann. Naja, das kann. Ey, das Game ist so. Ackeli. Ja, komm doch spontan vorbei. Ich so, ja, alles klar, braucht eine Stunde. Ich muss halt nochmal hier ins Bad und ein Auto herfahren und laden. Ja. Dann schlag ich dem, ja, wie schaut's aus, wo bist du? Ja, meldet sich nicht mehr, geht nicht mehr ans Handy, gar nichts. Ich dachte mich, ja gut, das nächste Mal komme ich nicht mehr. Aber da war ich halt ein Stündchen so in der Sonne, ja, aber passt nicht mehr. Zweiter Platz gewesen, jetzt wie Elfter, ich glaub's nicht. Krass. Vierter. Mhm. Dank dem Sandwich. Boah, jetzt könnte ich was essen. Warum esse ich was für euch besser? Zeit für ein Schokohörnchen. Also, großes Schokohörnchen Anführer, Stefan. Gönn dir, Dude. Kinderschokohörnchen von der Rewe und vom aus der Norma, die sind echt nicht gut. Staubtrocken. Echt nicht. Die heißen Kinderhörnchen. Warte. Sieht auch wieder sehr schön aus, finde ich, die Strecke. Ich stehe einfach drauf, wenn es so schön bunt ist. Richtig Mario-like. Die ist schön klassisch. Ne? Mhm. Es gibt so eine Feingeschenke, dann kommen die von hinten und du bist weggeschnetzelt. Ach was, Schiebung. Ja. Hau ab. Stefan noch da? Ja. Wer beschäftigt? Ich bin AFK. Ach, zuckst gar nicht. Nee, ich bin rausgeflogen, ich hab gerade WhatsApp-Nachricht geschrieben, bin rausgeflogen. So ein wegen Witz, Inaktivität. Ja. Yeah. Aber ich mache wieder auf Mitspielen. Bei uns steht es übrigens 27-4. Mayday. Was steht's? 27-4.
Aha. Das steht, wenn man bei Mitspielen draufklickt, sieht man, wie oft ich gewonnen habe und wie oft er gewonnen hat quasi. Da steht es gerade 27-4. Mädel, du gehst ja richtig ab. Ja, hör auf. Vorher war ich Zweiter und dann bin ich schon Elfter geworden. Also, das heißt gar nichts, ey. Eine Sekunde vorm Ziel kann man, glaube ich, sich freuen. Oh nein. Jawohl, Leute. Jetzt geht's ab. Siebter Platz hier am Start. Siebter, oder? Was sind da hinter mir? Oder? Jawohl. Oh, fertig. Eigentlich mein... Hä? Ach so. Mein Emote auf der Strecke. Ich bin ja der mit der Sonnenbrille und dem kleinen Bärtchen. Kinnbärtchen. Mhm. Sieht man das oder sieht man es nicht? Ah doch, man sieht es ja. Sonnenbrille und Kinnbärtchen. Ah ja, der mit Gelb. Ja, genau. Ja, ja. Maximal aufgefallen. Das ist ganz eben. Don Franco schaut unsympathisch. Also ich kann mit Sascha unsympathisch irgendwie nichts anfangen. Also ich habe da irgendwie keinen Bezug zu dem. Der wohnt unweit von mir weg. Ja, uns in Scope auch. Ach komm, sind in der Nähe gewesen. Ich hab's voll vergessen, hey. Das ist mir gerade in Stuttgart. Was? Ja, dann machen wir doch mal einen gemeinsamen Stream, Mensch. Und am Samstag sind wir quasi am Inscopes Büro vorbeigelaufen. Gleich mal den Tomate schmeißen. Kappa. Alter, wer bumst mich da die ganze Zeit an, ey, ich Ficker. Oh, ich muss mal eins gehen. Egal, wir haben 22 Uhr. Vorbei, vorbei. Echt? Gibt's da eine Richtlinie oder? Weiß ich gar nicht. Ach was, sagt man doch immer so, oder? Nichts Offizielles, kannst du machen, was du willst. Ja, das lässt auch nicht sagen. Also innerhalb der Richtlinie. Das ist offiziell, oder? Aber im Modell sein Kanal würde das nicht sein. Kriegt immer nach dem Stream, kriegt man sich wirklich voll. Genau. Die Kinder beschweren sich dann alle. Ja. Der böse Ungleich wieder geflucht, Vater. Unfollow, unfollow, unfollow. Ja, genau. Rufen mich die ganzen Mütter, rufen mich dann an, weißt du? Wer ist denn dieser Shitty-Fan, wo der immer rumflucht? Die ganzen Moves. Hui, das hast du jetzt gesagt, Alter. Freut er sich doch von Mädel. Mein Skill ist. Ich auch. Die Runde ist wieder zurückgeschmeißen. Ich bin runtergefallen. Nice. Ich bin ja verflucht gut hier mit fünfter Platz. Eieiei. Ich bin fünfter. Ach, danke. Danke. Achter Place. Ach, was? Ich hab dich noch überholt, Melde. Krass. Ja. Mitten im Flug. Das. Aber ehrlich, ey. Ja gut, dann bräuchten wir vielleicht noch so zwei, drei Dudes, die noch mitzocken würden. Ich hätte sogar noch einen Kumpel. Ja, ist doch ganz okay. Der hat eine Switch, der hat einen Online-Zugang, der hat Mario Kart, der hat Discord. Der hat ja, nee, da wird's auch zu voll. Mehr wie drei kann man nicht bringen. Ja, das ist ja hier Theater im Discord. Ja, ja. Das stimmt, ey. Nee, das geht nicht.
Das müssen wir nicht machen, ne. 3 Stunden hast du jetzt schon fast geschafft zum Streamen, Herr Mayday. Für die 7-8. Tatsächlich, ey. Respekt, das ist ja... Das ist ja unglaublich für meine Verhältnisse. Das ist ja... Sage mal. Rekord. Hey, you. Machen wir heute 12 Stunden Stream, oder was? Ja. Ah ja, sind wir dabei, ja? Noch 9 Stunden, also bis zum 8. Morgen früh. Inklusive Giveaways. Und dann können wir Let's Go Season 2 Warzone. Ja, du musst halt sagen, wann du ins Nest musst. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich gehe um 12 Uhr meistens ins Bett. Also ich würde dann wahrscheinlich auch offline gehen, wenn du raus bist. Vermutlich. Oh, ja. Aber das können wir öfter machen, Stefan. Das ist echt cool. Also hoffentlich du auch bei dem Stream. Das wäre mal awesome. Ja, weißt du was? Wie viele Zuschauer? 5? Ja. Ja, ja. Ja, gut. Ja. Ach, schon viel, ich weiß nicht, was ich sage. Ich muss mal gucken, halt, ob ich bei eBay Kleinanzeige eine günstige kriege. Dann kann ich es mal testen. Ja, das wäre schon cool, Mann. Nicht nur das Mario Kart, sondern allgemein Stream. Da kommst du auf den Geschmack, weiß ich nicht. Hm. Machen wir hier eine Mario Kart Community, oder? Bräuchte halt echt einen zweiten Monitor. Auch noch. Ja. Aber ich müsste halt echt einen Handheld-Modus immer zocken. Das ist so. Nee, zweiter Monitor wäre schon gut. Weil dann braucht es ja gar nichts. Kann Spul HD reinklatschen. Hat gar nichts belastet. Kann schon 8 Monitore hinhängen. Das tut die Grafik gerade nicht. Hm. So wie du. Genau. 80 Monitore hinschallern. Nee, mir fehlt noch einer tatsächlich. Ah jo. Was denn? Youporn. Ich nehme mehr Laufelein. 5 Dinger gleichzeitig. Ja. Oh, ich bin noch ein Permaband wegen Stefan, hey. Und dann sagt Twitch, ja, die sind verantwortlich für ihren Kanal, Herr Salichloch. Ja, es ladet sich für Arschlöcher im Discord. Was sind das für Verrückte? Ich krieg Permaban und du nicht, weißt du, du machst die ganze Scheiße. Das wär's halt auch. Ja, genau, bist voll der Twitch-Superstar. Krieg ich dann deine Follower? Ja, ich krieg schon, weißt du, Kurat. Krass, 5. Ja. Micmac macht auch Ding fett, Full HD Stream, gell? 1080p, 60 Bilder. Jetzt geht's ab, ey. Alle influenced. Steins auch Full HD. Ja. Aber ich stream mit immer noch mit 48 Bilder. Ich finde, es reicht voll und ganz irgendwie. Ja, gut, bei mir belastet es eh nichts von dem her. Ja. Passt. Erlaubt der Twitch eigentlich nicht mehr? Nee. Oder? Also nicht für. Nö, aber ich glaube nicht mal für Partner. Also der Elotrick sagt doch immer, er hat zwar die 4K, glaube ich, Elgato, aber kann halt auch nicht mehr wie 1080p streamen. 1080p ist halt, ja, so 2010 mäßig, ne? Ja, ja, aber mehr kriegt man halt, glaube ich, echt nicht. Also ich kenne niemanden, der 4K streamt. Nee, das kann Twitch. Ich nicht. Also Full HD streamen ist... Das Maximum, ja. Das höchste aller Gefühle, weil du bei Twitch auch limitiert bist auf 6000 Kilobits genau. Im Upload. Und da ist auch egal, ob du Montana bist oder Mayday, gell? Ja. Irgendwann wird das bestimmt erhöht, aber ja, bis dahin bringt es halt nichts. Auch 4K-Stream wäre jetzt auch mega krass, dann müsstest du echt mal 4K dein Spiel zocken und ist dann auch noch ein 4K-Stream, also schau, was brauchst du da. Und du musst nach Rumänien in der Waldhütte auswandern, damit du überhaupt eine gute Leitung hast. Ja, genau, weil mit einer deutschen Leitung kriegst du sowieso nicht hin. Keine Chance. Aber ich muss Maul halten, ich bin so froh, dass es bei mir einigermaßen funktioniert. Und jetzt ja, und bei mir kommt ja auch ganz selten so Lags. Ich freue mich so auf Glasfaser, Leute. Tausender Leitung. Hm. Oh, geil. Endlich. Servus da draußen an alle Zuschauer. Schön, dass ihr hier reinschaltet. Ihr könnt mir ruhig ein Follow da lassen. Wird mein Herz gleich mal erwärmen. Ja.
Für jedes Follow, das ihr reinschallert, Red Mayday für euch. Stefan, das hast du gesagt. Wenn ich es nicht mache, dann rap, dann shit, Stefan. Boah, das wäre echt geil. Jawohl, das gibt echt nur, glaube ich. Weil das so schlecht ist. Morgen bin ich dann auf TikTok überall. Aber du hast ja mich auch noch nie gehört. Vielleicht bin ich ja übelst schlecht. Beispiel einer von den DSDS-Kandidaten, die dann so, ey, ich kann singen, ich kann singen. Ich kann super singen. Nein, ich glaube nicht. Ja, stimmt, ey, dann bräuchte ich echt noch einen zweiten Monitor. Das kotzt mich auch an, Alter. Das wäre im Wäsch 200 Euro schon mal im Wäsch. Krass, ich bin Erster. Ich hab's echt geschafft. Schon Ziel? Ja. Wahnsinn. Boah, da bin ich ja mega spät drin. Ich bin voll Achter. Ich bin echt Erster geworden. Ist halt immer besser. Super, hä? EZ? Ich bin echt Siebter. Jetzt weiß ich, warum ich Achter bin. Es gibt nur 8 Leute. Du lachst, das ist echt so. Hab mich gerade gefreut, ey. Ja, aber welchen Anbieter bist du, hast du dann die 1000? Wo davon? Hat jetzt bei uns fett Werbung gemacht, Glasfaser. Also bis zu 1000, ja. Genau. Also so in der Früh oder mittags hast, kannst leicht hinkommen, aber abends. Du, Robert, ja. Ich hab grad die. Wie viel hab ich denn? 150 hab ich grad. Also weißt du, für mich ist schon ein Riesenunterschied. 150er Leitung, wunderbar. Ja. Wie viele Leute müssen sich bei dir im Haushalt die Leitung teilen? Wie viel sind wir denn? 3 Familien. Oder beziehungsweise 2 Familien. Bei aber Moment, Leitung. Ja, Moment, okay. Moment, nee, ich habe ja meine eigene Leitung, so 150 für mich. Ja, das reicht locker. Also ich hab 63 für mich. Das reicht mir auch, Bombe. 63? Nur für mich? Ja, aber bei der Glasfaser ist doch so, dass jeder seine eigene Leitung hat, ja? Also da stört der andere Nachbar den anderen nicht. Gibt's keine Interferenzen und so. Habe ich mir sagen lassen. Keine Ahnung. Wenn das technisch machbar ist bei dir im Haus? Ja. Die werden das machbar machen. Da hat ja der Vermieter unterschrieben dafür. Ja. Ist die Animal Crossing Strecke jetzt Mayday übrigens? Ach, was geil. Nice Rino. Ja, jetzt hüpft's am Auge. Ciao. Das ist übel, gell? Oh, bei mir unter der Nase. Oh. Wenn man es anspricht, passiert's. Oh. Ja. Animal Crossing, ey, so geil. Die Strecke liebe ich schon mal. Ich glaube, ich zock nachher einen mit Crossing. Mach einen Stream wieder. Und meine alten Follower wieder zu. Ja. Bushi-Hasi, oder wie die heißt. Und verfluchen mich, wenn ich so lange weg war. Links, rechts, mach das, komm mit. Was? Teddy meinst du, oder? Ja. Ich immer rumkommandiert hat. Was, ey? Stimmt, hey. Ja, das war so eine süße war, das weißt du. Das war eine süße Dominante. Ja, aber voll intelligent finde ich, wirklich für ihr Alter. Die hat ja. Also die war wirklich fit in der Birne. Das ist eh krass, ey, wenn die Kinder vielleicht so. Kommen uns die ganzen Kinder auch mittlerweile so intelligent vor, weil wir so alt sind und so blöd und langsam. Ich kann auch sein, gell? Das kann echt sein. Wir verkalten hier voll, weißt du, und dann. Ah. Ja, und denken voll, wow, sind die schlau, dabei ja, genau. Sind voll dumm. Ja. Die können hier voll reden, hey. Ja, die kriegen voll die Sätze raus. Ja, genau. Nein. Ein Fahrfehler im gesamten Spiel und alte Kurzschmeißer. Weil die Strecke ist echt toll. Leck mich am Arsch. Das ganze Rennen war ich echt Zweiter, Dritter. Oh. Jetzt bin ich endlich mal nicht Achter. Tut auch mal gut. Leck mich doch am Arsch. So. Ja, ich bin mal 2 Minuten kurz mal AFK, Moment.
Das habe ich schon gedrückt, gell? Genau, der Held. Schalt. 46.000 Zuschauer hat Mario Kart. Dann. Spiel, ey. Echt krass. Ja, Kurat. Was wurscht, Robert? 2 Minuten AFK, keine Ahnung. Okay. Toilette vielleicht oder so. Ich hab's gerade kämpfen dazu. Ah ne, der Ausgang sperren. Ich hab so Bock jetzt wieder einen Schnitzel zu holen, gerade aus der Küche, aber. Ah, du bist so ein Schnitzel. Besser? Such die. Ja, aber voll. Ja. Ich bin ein Originalschwabe, Kollege. Original. Schnitzel mit Pommes gibt. Imagine, es gibt nur Schnitzel. Jeden Tag. Schnitzel mit Kartoffelsalat. Oh, das wäre auch mal geil wieder. Ja, ich glaube, ich hol mir mal vom Maulig, Mann. Weißt du, wie geil der vom Maulig schmeckt? Wiener Art. Ja, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Stefan, wenn der Lamm aufmacht wieder, dann gehen wir da mal hin. Muss ich mal probieren. Hört sich geil dort. Ja, ja. Richtig gut. Futter, das ist ein Scheiß. Voll witzig, dass Amina vorbeigeschaut hatte und Anna Follow da gelassen haben. Finde ich echt cool. Sagen, aber das lassen wir jetzt. Ja, müssen. Ja. Kenn ich aber gar nicht. Ach, von Big Mac hat halt gesagt, geh mal rüber zu Mayday 578. Ja? Oder? Ich kann schon, ich weiß es nicht. Aber was ist das für ein Name, ey? Für eine Frau? Schon ein bosnischer Name. Ja, aber dein Vater sei Gesicht, oder wie es heißt. Ach so, ja. Ist noch gar nichts. Wir können froh sein, dass sie so auftaucht ist. Viel Stimme, ja. Papa, gönnen. Hi, you! She's a crazy girl, oder was? Genau, she's a crazy girl. So wie Anna geschrieben hat, so Boys. Du ja auch? Ja, aber das hat sie ja noch gar nicht gesehen. Das war ja ganz am Anfang. Ja, ja, also. Gott sei Dank. Hey, servus Nevio! Was ist los? Kein Neo mehr oder was? Hey, pass auf, ich habe heute sogar Neo 2 gespielt. Ich habe echt Tränen in den Augen gehabt und hab gedacht, ich muss jetzt mal schon ein bisschen abschalten und ein bisschen Mario Kart zocken. Also ich habe es noch nicht aufgegeben. Nee, noch nicht installiert oder so. Ich will schon spielen, aber ich habe. Ey, das macht mich fertig, das Game, Mann. Das macht mich echt fertig. Vor allem bei Neo 1. Boah. Den ganzen Tag an der gleichen Stelle. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Aber ich werde schon bestimmt wieder streamen. Die Frage ist halt immer nur, wie lang. Ich werde so schnell frustriert immer. Aber egal, das tut mal gut. Ein bisschen auf Mario Kart. Nee. Oder was heißt, nee, Moment. Ich finde tatsächlich Neo 2 fand ich jetzt ein bisschen schwerer, ja. Da habe ich voll verkackt bei den ersten größeren Gegnern, sag ich mal. Das waren nicht mal Bosse. Total verkackt. Und da habe ich gedacht, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich bei Neo 2 ziemlich besser vorankomme. Keine Ahnung. Nee, wie auch nicht. Warum ist es eigentlich so fucking schwer, das Spiel? Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht habe ich einfach die Reflexe nicht. Ich habe echt vorher gesagt, vielleicht ist das einfach nichts für mich. Weil. Keine Ahnung.
Ich hab so Bock drauf, glaub mir. Aber wenn du den ganzen Tag an der gleichen Stelle rumspringst, dann weißt du, fragst du dich auch manchmal. Nach einer gewissen Zeit. Was mache ich hier eigentlich? Und viel jetzt wichtiger. Bin ich schon rausgeflogen. Echt jetzt? Schau mal. Die andere Frage ist, will das jemand sehen, weißt du, wenn ich so oft verreck? Kotzt mich auch ab im Stream. Ja, ich. Auch, okay. Alles klar, ist auch schwerer. Na danke, super, gell? Da war es aber eine blöde Idee, dass ich auf Nioh 2 umgesprungen bin. In der Hoffnung, dass es leichter ist. Robert. Für mich. Ja. Und wie ist das? Nebio, vielleicht morgen früh wieder. Oder vielleicht morgen einfach mal wieder Nioh 1. Ja. Einfach weitermachen. Ich will eigentlich nicht aufgeben, hey, ich würde das schon gerne zocken. Also, aber ich check's halt nicht. Okay, ja gut, dann kann ich ja eigentlich auch den anderen Controller switchen. Ja, das wäre cool. Das wäre echt cool. Also ich bin morgen vermutlich dann so nach dem Frühstück, also jetzt nicht so früh, aber zwischen 10 und 11 Uhr. Nee, zwischen. Jetzt überlege ich echt. Zwischen 10 und 11 Uhr wäre ich dann wahrscheinlich wieder online. Höchstwahrscheinlich. Mit Nioh 1 wieder am Start. Dann wäre das schon cool, Nebio, wenn du vorbeischaust. Da komme ich dann an der Stelle weiter. Also ich bin ja, wie gesagt, am gleichen Schrein, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Was mache ich jetzt wieder? Jetzt habe ich voll verkackt. Okay, super, freut mich, Nebio. Nee, gut. Perfekt, ja, da bin ich morgen auf jeden Fall drin. Also wie gesagt, zwischen 10 und 11 bin ich dann online. Weiß nicht, ich war halt auch voll motiviert. Das erste Spiel heute im Stream war ja Nioh 1. Ja, da freue ich mich morgen schon. Dann bis morgen, sagst du. Ja, okay, nee, wir müssen. Muss aufs Haus, dann unten auf Controller und dann Griff rein. Freue mich schon. No joke, ich freue mich echt. Alter, billigste Capture Card auf eBay Kleinanzeigen kostet ja 90 Euro. Ja. Und eine neue kostet 150. Alter, für einfach keine Technik. 150? Die hat doch eigentlich ein Uni gekostet. Ja, jetzt suchst du darum. Melde, hast du nicht einen Cam-Link auch? Oder auch einen Cam-Link? Ja, habe ich. Okay, du hast eine Karte und einen Cam-Link, oder? Genau, genau. Okay, ein Cam-Link ist eigentlich auch nicht so schlecht, weil den könntest du ja theoretisch so am Laptop sogar benutzen. Yes, sir. 4K sogar, ciao. Mhm. Was kostet ein Cam-Link? 120 rum. Neu. Aber weißt du, ob die verknappt sind wieder? Wie letztes Mal. Ich habe ja mehr bezahlt, aber wenn du Glück hast, kriegst du 100 Euro auch. 115. Ja, genau so. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Kannst du auch überlegen. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, gell? Aber dann brauche ich nochmal ein USB, Alter. Ich habe mittlerweile so USB-Knappheit bei mir. Ja, da muss ich echt schauen. Moment. Diese USB, doch natürlich USB und dann HDMI, genau. Nicht. Brauchst du dann USB 3.0 oder was? Oder wie? Ja, ja. Ja. USB 3.0 auch. Genau, brauchst du. Ganz dringend. Gott, dann brauchst du auch einen Laptop mit USB 3.0. Egal, man, jetzt hast du heute fast 10k ausgeben, Alter. Für Bitcoins. Kann ich auch mal für sowas ausgeben. Sagt dein Berater. Das stimmt. Aber gut, das andere bringt ja Geld. Das hier, ja, hoffentlich. Das bringt dir ja einen Scheiß. Außer Stream, Dings Viewer vielleicht am Ende. Dann bist du auch froh. Das wäre geil, ja. Ja, wie man sieht, ist jetzt nicht so mega der Viewer-Magnet, das Game. Ja, nee, das. Aber ganz ehrlich, es kommt immer drauf an, wer es zockt. Weißt du? Ich meine, egal was wir jetzt spielen, ich glaube nicht, dass wir da 100 Viewer hätten plötzlich, dass wir aber das richtige Game zocken. Ja das doch, siehe Command Conquer bei mir damals, oder Grounded. Ja.
Das ist halt selten. Kommt darauf an, dass du ein Game du zockst und viele Konkurrenz du halt hast. Ja, das ist halt selten, weißt du. Spiele gibt es halt nicht oft und das legt sich auch relativ schnell wieder. Hast du ja selber gesehen und das ist ja das Scheiß. Dass die Leute dann einfach wieder weg sind. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, also ich hätte keinen Bock, ganz ehrlich, Mario Kart Stream anzugucken, muss jetzt ganz ehrlich zugeben. Ich zock gern Mario Kart, macht mir mega Spaß. Ja, aber. Aber zugucken, wie da einer im Kreis fährt. Also ich weiß nicht, Robert kann es bestätigen, beim Montana schauen über 100.000 Leute zu, wenn der Mario Kart zockt, oder? Ja. Der regt sich auch extrem auf, als Stimme. Ja, ja, das ist, der ist ja, aber der ist sowieso leicht reizbarer Mann. Ach nee. Bleib doch mal konstant, ey. Immer diese. Oh Mann, ey. Ich hab nichts gesehen. Ich hab eine Switch unten zum Laden USB C oder B? C. Okay. Ja, ja, C. Ah, runterfahren. Mein Bock hat klein. Nein, fahr doch. Tschüss, wir dann. Nochmal einen Bock um den Haufen fahren. Ah, scheiße, es kommt da noch ins Ziel vor mir. Ja. Was ist ein Ding, ey. Geil, Sechster. Ich freue mich auf den sechsten Platz, ey. Das ist auch mal gestört, oder? Aber so ist halt. So, das wird jetzt ein bisschen anders, ey. Ich habe jetzt wieder meinen Lieblingscontroller. Okay. Gleich Zweiter geworden. Ja, ich schreibe sie gerade an. Ob die in einem anderen Channel gerade ist oder was denn? Mhm. 95 auch bei eBay Kleinanzeigen. Oh, ist doch gut. Finde ich. Ja, neu 115. Ja, gut. So ein bisschen riskant, gell? Ja. Das heißt, echt eine kaputte oder so, das hat keinen Bock. Mhm. Eine Ärger an der Backe. Ja, gut, im Prinzip kann man sich eine kaufen. Und wenn es nicht losgeht oder keinen Bock mehr habt, dann kann ich ihn verkaufen für 195 Euro. Knapp bei 20 Euro mäßig, ne? Boah, ich bin so gespannt, Stefan, morgen auf Nioh, hey. Wie ich im Zähne da angehe. Aber der Nevio bringt echt viel, der hat so viele Tipps. Okay. Der checkt's voll, der zockt das seit 3 Jahren. Ja, was? Ja, ja, der weiß echt alles, ohne Witz. Der hat mir so viel geholfen letztes Mal. Das ist der Hammer. 3 Jahre lang zockt er das. Der zockt das schon seit 3 Jahren. 3 Jahre lang. Aber man kann ja unterschiedliche Runs machen und sich immer auch verbessern. Der hat 918 Spielstunden schon auf dem Zähler. Mhm. Ja, Mann. Respekt. Ich habe auch gesagt, Junge, dem glaube ich jedes Wort in dem Game. Das habe ich glaube ich nicht mal bei PUBG geschafft. Ich sag ja, das ist echt der Hammer. Vielleicht braucht man da echt Geduld und viel mehr Zeit, weißt. Ich habe halt mega die Frust gehabt heute, das war schlimmer wie Montana. Ich habe echt fast geheult vor Wut. Kennt ihr das, wenn man vor Wut heult fast? Aber wegen dem Spieler? Doch, Mann. Robert. Wenn man sich reinsteigert schon. Erst habe ich rumgeschrien wie ein Geistesgestörter und dann habe ich mich beherrschen müssen, dass ich noch die Tränen in die Augen kriege. Aber aus Wut, das ist schon krass. Da muss ich mal meinen Psychiater fragen, was das ist. Nee, aber ich freue mich schon.
würde mir bloß denken, warum kommen wir nicht weiter? Irgendwie musst du was, muss ich irgendwas falsch gemacht haben. Ja, das denke ich schon seit ich das Game zock. Ich habe mittlerweile 20 Stunden drauf. Und ich habe ja auch vieles wieder richtig gemacht, aber irgendwas. Weißt du, vielleicht ist das einfach auch meine Dings, meine Reflexe oder so. Vielleicht bin ich schon zu verkalkt in der Birne, ich weiß es nicht. Es gibt es übrigens auch auf PC, kannst ja mal zocken, wenn du Bock hast. Da kannst du mir dann weiterhelfen. Ja, also bis so. Bis, also kaufen würde ich mir nicht. Okay. Ich auch nicht. Never. Kaufen würde ich es mir nicht, weil im Großen und Ganzen gibt es eigentlich, ich glaube, andere Spiele mit bisschen mehr, ja, also vom ganzen Aufbau, vom ganzen System, hat man alles schon irgendwo schon mal gesehen, denke ich. Gut, ist kam halt jetzt für die PlayStation 5 raus. Da ist halt schon ein gewisser Hype halt noch dabei. Okay. Aber wäre jetzt eigentlich, ja, das geht halt so in die Assassin's Creed Richtung, ne? Was ich persönlich jetzt auch nicht so arg feier. Mhm. Also zugucken ist was anderes, außer halt eben selbst kaufen und selbst spielen. Ja, ich will einfach bei Neo irgendwie weiterkommen, weißt? Einfach mal ein bisschen Skills entwickeln. Aber so verdammt schwer, bin so nicht gewöhnt. Es ist so krass, ey. Man denkt mir echt, es kann doch nicht einfach nicht wahr sein, ey. Eine Sekunde aufgepasst und du bist da echt schon weg vom Fenster manchmal. Manchmal reichen wirklich zwei Hiebe und du bist tot. Da bist du ganz am Anfang am Schreien wieder. Das ist also Wahnsinn. Ja, das ist so ähnlich. Naja, also wir schreien jetzt nicht, aber so ähnlich wie bei Diablo 3. Kommst halt, brauchst halt Ewigkeiten, um vielleicht eine gewisse Rüstung oder so ein Set zu finden oder sich zapzustellen. Und wenn du es hast, dann hast du einmal einen Boost von 1000 extra Schaden oder so und überspringst halt etliche Schwierigkeitsstufen. Aber du musst das Ding halt erstmal finden, ne? Jetzt kommt bald ein Diablo raus, kann das sein? Das ist 2 Jahre, wird nochmal neu aufgerollt. Das ja, genau. Aber ich früher. Wir machen aber gerade ein neues. Kommt dauert aber noch ein paar Jahre. Achso, das Vierer, ja. Weil wann soll das kommen, Stefan? Weißt du schon? Weißt du schon? Es gibt noch keinen Termin, also doch noch 1-2 Jahre. Zockst du das nicht, oder? Du zockst schon nicht mit Diablo. Ich hab Diablo gezockt, ja. Echt? Ja. Ohne Witz. Hab ich nie gezockt, hat mich nie interessiert irgendwie. Ah, das ist schon geil, hä? Finde ich. Das Vierer habe ich jetzt schon mal gesehen, ne? Also als es mal so eine Beta gab. Ja, sieht halt alles doch ganz, ganz anders aus, wie was man so von Diablo kennt. Erstmal so optisch. Ah, okay. Bei mir ist leider kein Diablo Feeling. Ja, weil man es halt mit dem vergleicht, was man eigentlich schon so kennt, macht ja Monte mit seinem Call of Duty und so weiter genauso, ne? Aber ich kann eben mal eine Chance geben. Oh nein, komm. Ey, ich bin schon ein bisschen abgefahren, gell? Soll ja bald PUBG 2 rauskommen, da bin ich mal gespannt. Aber das ist doch die Grafik voll beschissen, oder? Kann das sein? Der PUBG. Ja, das ist alles im Buggy und alles. Ja. Das sieht ja eigentlich soweit, also wenn ich mich nicht höre, auf Arma 3, ne? PUBG. Ja. Ne, 2 glaube ich. Und Arma wollte ich früher echt immer spielen und habe nie das Geld für eine Grafikkarte gehabt oder für den richtig starken Rechner. Ja. Und dann war das Thema eigentlich schon wieder vorbei mit dem Hype und allem. Ging eh schnell vorbei. Da gab es so bei Arma mal einen komischen Mod, wo man da. Wie haben das denn? So ein Roleplay-Mod oder wie das hieß. Keine Ahnung. Was ist das denn? Und jetzt gönn doch. Oh, Stefan!
haust mich weg und du bist in meinem Windschatten. Und ich verkacke mich deshalb. Shit. Fünfter, naja. Voll verkackt, Sechster. Vierter, Fünfter, Sechster sind wir geworden. Ja, aber echt. Wir sind hier die einzigen Deutschen, sehe ich gerade. Österreich, okay. Was war da noch mit dabei? Ich habe schon 3 Stunden 16 Minuten auf dem Zähler, Stefan. Unglaublich, oder? Mega lange. Mega. Für meine Verhältnisse brutal. Also Bibi scheint nicht mehr da zu sein. Nee, irgendwie hat sie geschrieben, dass ihr Akku alle ist. Ob sie jetzt Handy gemeint hat oder Schlaf. Ich denke mal Handy. Viele gucken ja auf dem Handy. Da ist ja hier Anker und gucken das ja auch auf dem Handy. Ich denke mir, hä? Habt ihr keinen PC, Laptop oder wenigstens irgendwie Smart TV? Ja doch, ich schaue es eigentlich im Wohnzimmer immer über Dings an. Dass der Handy-Akku entscheidet, so, wie lange ich jetzt jemanden zugucken darf und habe ich kein Ladekabel? Aber das. Das sind mir auch ganz oft, hey, dass ich vergesse zu laden und dann auch mitten im Gespräch, oh shit, 3%. Aber du beim Telefonieren meinst du jetzt, oder? Ja, ja. Achso, Telefonieren, ja, aber jetzt beim Switch gucken. Nee, ja, Twitch schaue ich eigentlich nie übers Handy. Never. Wenn ich ins Bad gehe, einfach mal anmachen. Dann mache ich meinen 3-Meter-Fernseher an im Bad, aber Spaß. So weit sind wir noch nicht. Ich habe noch keinen Fernseher im Bad, so, war nur ein Spaß. Aber Handy eigentlich aus. Ja, natürlich. Ich finde auch diese Pads der größte Witz. Weißt du, Galaxy Tab oder iPads meine ich. Der größte Witz, ey. Ich habe das nie benutzt, weißt du. Immer da gehabt, aber dann. Also, wenn man ein Handy hat, ist, finde ich, ein Pad, iPad oder Tablet, ein Tablet halt einfach mega überflüssig. Wer macht sich schon die Mühe, bitte? Wenn man ein Handy hat, sich ein Tablet in die Hand zu nehmen. Na, so ist so. Kein Mensch. Tippen, ne? Ja, genau. Also wirklich. Mit 2 Fingern. Kein Mensch. Ohne Witz. Frag mich, wie die überhaupt noch Business machen, hey, mit den Tablets. Das interessiert doch kein Mensch mehr. Also ich habe welche. Ich habe mir mal ein Tablet gekauft. Aber das wollte ich, da habe ich einen Fehler damit gemacht. Weil ich habe echt gedacht, ja, so ein etwas älteres Galaxy S-Tab irgendwas. Oh, ich bin erst und bekomme eine blaue Tab. Dachte, ja, so ein älteres Tablet, das wird schon, mit Google Maps wird es schon packen und es wird schon richtig funktionieren. Aber Pustekuchen. Google Maps schluckt so viel Power. Und mein Tablet ist sowas von langsam, da passiert alles in Zeit, das ist der Wahnsinn. Und das wollte ich mir eigentlich als 7 Zoll Navi nehmen für mein Auto, ne? Also so, ich habe so eine Halterung gekauft, dann stecke ich das Tablet da rein und habe das so als Navi. Okay. Ich dachte, naja, so ein 120 Euro, so ein 120 Euro Navi. Ja, top Sache eigentlich, gell? Okay. Grundsätzlich. Google Maps ist halt das beste Navi ever. Ja. Ist an sich nicht schlecht. Internet bekommt zum Handy halt, ne? Und ja, aber sowas von langsam, bis das hochfährt, bis. Das ist grausam. Und dann die Halterung. Und irgendwann hält halt die Halterung halt nicht mehr. Und dann dachte ich mir, ach scheiß drauf. Nutzt das Handy halt als Navi. Und jetzt habe ich das Tablet halt hier und könnte jetzt eigentlich deinen Stream jetzt über das Tablet laufen lassen. So mitgucken oder mittippen, aber. Ist halt einfach viel zu lahm, das Ding. Viel zu lahm. Hätte ich da 70 Euro mehr investiert, hätte ich die deutlich bessere Version. Aber das wäre mit
vielleicht mittlerweile auch schon ein bisschen zu lahm. Sonst sind halt nicht immer. Wie gesagt. Da ist halt keine Top Smartphone-Hardware verbaut. Nur halt so eine letzte oder vorletzte Generation, was sie in den Tablet reinschmeißen und auf den Markt schmeißen. Also ist meine Vermutung. Ja. Aber es, ich dachte mir, ja, holst du halt so ein 7 Zoll Android Tablet als Navi halt, ne? Mhm. Oh, eine Rote passiert. Eine heiße Rote. Spiel ist vorbei. Gleich in der ersten Runde. Ciao. Jetzt wieder so ein... Ach was. Das war nur eine Rote. Ich hab gerade so gut angefangen. Alter, sick. Okay. Was ist die Rakete, krass? Mario Land, was ist das? Oh, Spaß, man, der Akku durchhält von der Switch, gell? Ich glaube, ich zocke jetzt die ganze Zeit auf Akku-Modus. Ach was, Akku. Okay. Akku ist mega, wenn er halt wirklich voll ist, ist er mega. Ich habe ja etliche Nachtschichten damals auf Arbeit, Diablo 3 auf der Switch gezockt. Also als halt nichts los war. Mhm. Hat die ganze Nachtschicht gehalten. Voll geil. Was gibt's denn? Alles gut schon mal. Blitz, als macht er da nichts, keine Rakete, nichts. Nichts. Was will ich mit dem Sturm? Stefan Schock, glaube ich, geschenkt. Dann. Alter. Blaue? Eine blaue in der Entwicklung noch. Blaue und ich falle runter. Hat die auch so minus. Alter, was mache ich denn? Haben wir einen Trick? Drei rote, nein, das ist ein Stern. Ciao, das wird der Kühl. Sechster, aber gerade noch. Mit Ach und Krach. Siebter. Krasse Letzter. Runde, ey. Echt krasse Runde, gell? Voll verkackt, wir haben alle verkackt. Sechster, ja, ja. Sechster, siebter, achter. Ja. Ja, korrekt. Jetzt bin ich wieder total drin im Mario Kart Fieber. Ja, ja. Wir müssen echt mal so einen 12-Stunden-Stream machen. Mario Kart 12-Stunden-Stream, das wäre mal ultra hart. So mit Snacks eindecken, genug essen. Ja, und auch genug Werbung machen, weißt du? Auf Facebook und so. Ich hab ja meine 30.000 Follower. Träum weiter. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, wenn von meinen 550 Freunden nur 10% reinschalten würden, wären schon 50 Zuschauer. Das wäre schon top. 550 Freunde? Ja. Wo hast du denn 550 Freunde? Ja, man kommt halt rum in der Welt, ey. Das ist echt so. Im Studium, Studienkollegen, im Ausland und so weiter, weißt du? So irgendwie Bekannte und weit entfernte Bekannte. Ja, alles Mögliche halt. Echt Arbeit, Beruf, Ding, und? Schule, Studium. Aber mit denen hast du ja nicht den Kontakt. Oh. Nein, nein. Ich sag ja, das wäre schon der Hammer, wenn man 10% ansprechen könnte, aber kannst vergessen. Bin halt noch weit weg von den 3,5 Millionen. Montana hat mittlerweile 3,5, ihr habt das gesehen? Was? Bei dem tut sich wieder was, ey. Da war echt auf 3, jetzt ist er auf 3,5. Ja, der hat die ganzen Pokémon-Kinder am Start. Ja, ja. Das muss man sich vorstellen, ne? Da spielen halt echt 30-jährige Spiele für 6-Jährige, ne? Und machen so viel Geld damit. Ja,
bewachsen. Ja, aber weißt, kauf mal die Decks. Das kannst du ja nicht leisten. Das ist ja ein Witz, was die ausgeben. 20.000, 40.000 und was weiß ich. Was da abgeht. Für ein bisschen Pappe, bedruckte Pappe im Endeffekt. Ich find's mal witzig, wenn Trimax sagt, bitte macht's nicht nach und so. Ja, das ist ein ja ein Riesenheuchler, ne? Warum steht da die Batterie fast leer? Ich hab mal 15%. Vom Elf. Ich find's mal witzig. Ich bin jetzt schon letzte und bekassiere noch von hinten nach oben weg. Boah, ey, die Strecke, die schickt mich voll. Die Strecke ist eigentlich ziemlich geil. Los, ich hab jetzt ohne Scheiß. Die letzten drei Geschenke nur Pilz bekommen. Wo ich 7 keine Rakete, kann gar nichts. Eigentlich müsste ich wieder Pilze. Jetzt habe ich 9 auch in Ring und Banner 9 mal Pilze bekommen als letzte. Eine Rakete bringt gar nichts. Ey, ich bin so übel schlecht. 9 daher, was ist denn los? Komm keinen Meter vorwärts. Aber keinen Meter gerade. So langsam werde ich auch müde. Wie geht's euch? Ja, geht schon. Stefan? Was? Langsam werde ich müde, wie geht's dir? Achso, ja, wir können offline gehen, wenn du willst. Können wir eigentlich machen. Vielleicht morgen einfach. Ja gut, ich würde morgen eh am Start sein. Robert, wenn du Bock hast, kannst du ruhig reinschalten bei Nio. Vielleicht auch eine Idee, was ich falsch mache. Morgen früh, oder wie? Ja, ja, ich bin so zwischen 10 und 11. Der Nevio wird da sein. Das ist ja der Checker. Hat er ja vorher geschrieben. Dann hast du ja schon mal den Hardcore-Experten am Start. Das ist schon mal gut. Ja, genau. Aber kannst gerne mit reinschalten, können wir ein bisschen quatschen. Ja, ja, also ich Rechner läuft ja so oder so. Genau. So, auch macht jetzt noch die Runde oder seid ihr schon raus? Ich bin schon raus, weil mein Akku ist eh leer. Ah, also, dann passt, dann gehe ich auch raus. Ja, okay, dann kann ich ja eigentlich auch rausgehen. Bringt ja jetzt nichts mehr. Beenden. Genau, aber cool war's. Ist echt ein geiles Game. Ja, war so geil. Können wir schon ab und zu mal machen. Macht schon mega Spaß. Freundesliste online. Achso, du hast die Switch jetzt auch ausgemacht, Mayday. Wobei. Genau. Nee, ich hab sie noch an. Hä? Freunde online? Ich sehe Stefan und dich, aber offline. Du stehst als offline da. Nö, ich sehe dich grün, Robert. Stefan ist grün. Krass. Bei mir bist du offline. Obwohl du online bist. Das ist witzig, keine Ahnung, woran das liegt. Very strange. Hm. Also gut, ich gehe jetzt mal aus dem Stream raus. Dann bis. Jo, hau rein. So. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao, ciao. Ich bin auch weg. Ciao, Robert, bis zum nächsten Mal. Alright, ciao, ciao.